Sehr geehrte, liebe Podiumsteilnehmende, liebe Magdalena Leichter, liebe Jagoda Fröhr, lieber Clemens Hochreiter, lieber Christian Huberts, sehr geehrte, liebe Kolleginnen der Stiftungen Digitale Spielekultur, die heute unsere Kooperationspartner sind, sehr geehrte Damen und Herren hier vor Ort und auch an dem Bildschirm. Ein herzliches Willkommen und guten Abend. Mein Name ist Annabel Hornung, ich leite das Museum für Kommunikation und begrüße Sie sehr herzlich zur Veranstaltung New Histories, wie nicht nur rückwärtsgewandt leben, sondern müssen uns auch mit aktuellen und gegenwärtigen, sprich mit gesellschaftspolitischem Umgang von Kommunikation und Medien beschäftigen. Das tun wir in unseren Ausstellungen und in unserem Programm und vor allem auch im Digitalen und mit digitalen Phänomenen. Das zeigt unsere derzeitige Beschäftigung mit KI, mit künstlicher Intelligenz, unsere Ausstellung New Realities, wie künstliche Intelligenz uns abbildet, zeigt genau die Chancen, aber auch die Herausforderungen von künstlicher Intelligenz und bildgenerierenden Verfahren. Im Rückblick auf vergangene Kommunikationsphänomene zeigt sich, dass revolutionärer Medienwandel oft ähnlichen Herausforderungen unterliegt. So ist der Blick in die Vergangenheit wichtig, um Leitplanken für die Gegenwart und aktuelle Phänomene zu setzen. Die Erinnerung an das NS-Unrecht, wir befinden uns in einer Stadt, nämlich Nürnberg, ist vor allem hier besonders wichtig. Eine Stadt, in der sich das Reichsparteitagsgelände befindet, wo immer Hakenkreuzschmierereien auftauchen, aber auch eine Stadt, in der dieses Gelände mit Kultur sich im Diskurs befindet. Und unser Museum liegt direkt hinter dem Deutschen Hof, in dem Hitler zu logieren bevorzugte. Unser Museum ist direkt gegenüber der Erinnerungsstele für das NSU-Unrecht. Also ist Erinnerung hier in diesem Haus und in dieser Stadt besonders wichtig. Und wie gesagt, ich möchte Sie nicht weiter langweilen. Ich denke, erinnern ist, aber sollte sozusagen auch nicht rückwärtsgewandt sein wie unsere museale Arbeit, sondern Erinnerung sollte auch immer in Handlung münden, auch in zukünftige Handlung und ist ein wichtiger Teil unserer Gegenwart, welche Rolle, denn eben das digitale KI und Games und Gaming-Spielen werden wir dann heute sehen. Ich möchte mich bei Christian Huberts und bei der Stiftung Digitale Spielekultur besonders bedanken für den heutigen Abend, für die Gelegenheit. Und jetzt, Christian, the stage is yours. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dem muss ich eigentlich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich bedanke mich ebenfalls herzlich an unsere GastgeberInnen, das Museum für Kommunikation in Nürnberg, und möchte auch ganz besonders unseren Förderern danken. Das ist die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft und das Bundesministerium der Finanzen. Und ebenso möchte ich unseren Kooperationspartnern, den Deutschen Kulturrat, danken. Wir haben es gehört, Erinnerungskultur darf auch nicht nur rückwärtsgewandt sein, muss auch beachten, was zukünftige Entwicklungen bedeuten. Deswegen wollen wir uns eben heute einen Spielegegenstand anschauen, der einfach spannende Sachen macht mit Hilfe von Spielmechanik und uns versucht, etwas zu erzählen darüber, wie Widerstand gegen ein Regime stattfinden kann, was es zu beachten gilt. Ich will da auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir bei der Stiftung Digitale Spielkultur beschäftigen uns schon seit einigen Jahren jetzt mit dem Thema Erinnerungskultur. Wir haben das jetzt auch pandemiebedingt vor allen Dingen im digitalen Raum gemacht, mit unserem aktuellen Projekt zur Erinnerungskultur. Let's Remember, Erinnerungskultur mit Games vor Ort, war der Plan, das nun eben endlich auch wieder in den analogen Raum zu holen. Wir streamen heute auch live, aber haben eben auch Publikum hier vor Ort und werden auch noch weitere Lern- und Gedenkorte besuchen, um eben dort vor Ort aufzuzeigen, was Computerspiele für eine Rolle spielen können für die Erinnerungskultur, für eine digitale, moderne Erinnerungskultur und eben auch darüber zu diskutieren, wo Chancen liegen von Games, wo Grenzen liegen, wo auch neue Entwicklungen wie KI, die auch in Computerspielen immer mehr eine Rolle spielen werden, dort eben mit reinspielen. Apropos Spielen, das ist heute mein Job. Ich werde mich deswegen jetzt eher in den Hintergrund zurückziehen und die Maus in die Hand nehmen und übergebe stattdessen an unsere Moderation für den heutigen Abend, Jagoda Fröhr. Ja, vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Jagoda Fröhr. Ich habe die große Ehre, heute durch den Abend zu geleiten, durch die sogenannte Spielung, wie Sie eben schon gehört haben, also ähnlich zur Lesung. Jetzt hört man mich auch. Ich glaube, das muss ich nicht wiederholen.
Genau, es geht um das Spiel Through the Darkest of Times, das wir hier gleich anspielen werden. Noch nicht, ich werde gleich ein paar einleitende Worte dazu sagen, aber es geht auch vor allem um die Diskussion und um einfach Themen, die dieses Spiel aufwirft, um die zu besprechen. Und deswegen gibt es von mir auch noch ein paar einleitende Worte und ich begrüße zunächst direkt neben mir Magdalena Leichter. Sie ist Literaturwissenschaftlerin mit Interesse an Spielen und sie forscht am Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft in Innsbruck, auch zu Alternate History. Und sie ist zudem Mitglied des Doktoratskollegs Grenzen, Grenzverschiebungen und Grenzüberschreitungen und ist auch Teil der Forschungsgruppe Game Studies, also genau richtig heute, um über dieses Spiel zu sprechen. Daneben begrüße ich recht herzlich Professor Clemens Hochreiter. Er ist Geschäftsführer von Reality Twist. Das ist ein Spieleunternehmen, ein Spielestudio, das sich seit 25 Jahren mit Videospielen beschäftigt. Vor allem im Hinblick auf Serious Games und auch Simulationen. Nicht nur das, er ist auch noch Professor an der Hochschule Fresenius in München und leitet dort die Studiengänge Game Design und Management sowie Mediendesign und Management. Herzlich willkommen. Ja, unser Mann am Computer, der hat sich eben schon selber vorgestellt. Ich mache es trotzdem nochmal. Vielen Dank, Christian Huberts. Er war jahrelang oder ist Autor im Bereich Medienspiele und Kultur, nun Projektmanager bei der Stiftung Digitale Spielekultur und somit auch, ja, ein Initiator dieser Veranstaltung heute Abend und ganz besonders leitet er dort das Projekt Erinnern mit Games sowie das Projekt Let's Remember Erinnerungskultur mit Games vor Ort und darum eben maßgeblich verantwortlich und noch für einige andere Dinge wie zum Beispiel eine Games-Datenbank. Vielleicht kommen wir nachher auch noch im Laufe der Runde dazu, das wäre sehr schön. Ja, daher vielen Dank, er wird für uns spielen. Und natürlich dann, last but not least, unsere Gastgeberin Dr. Annabel Hornung. Sie ist hier Direktorin des Museums und kann uns Einblicke geben, wie sich Museumsarbeit verändert, ob sie sich verändert und auch wie Ausstellung und Museum und Erinnerungskultur gelebt werden können. Ja, zum Spiel. Damit wir auch alle wissen, vielleicht sind einige Gamer unter uns, vielleicht auch nicht, geben wir erstmal einen Einblick in das Spiel. Und das Spiel spielt zur Zeit des Nationalsozialismus. Im Beginn, nämlich 1933, da beginnt es. Und wie es der Zufall will, ist heute ein Jahrestag. Heute ist der 84. Jahrestag des Bombenanschlags oder eines versuchten Attentats auf Adolf Hitler in München im sogenannten Moment. Ich habe den ein Ort, zu viele Karten, im Münchner Bürgerbräukeller. Dieses Attentat wurde über Monate geplant, schlug ganz offensichtlich fehl. Es sollte nicht nur Hitler treffen, sondern auch andere höhere Offiziere. Georg Elser wurde daraufhin verhaftet, gefoltert und bis kurz vor Kriegsende in Dachau dann auch umgebracht. Er gilt als sozusagen Symbolfigur des individuellen Widerstands oder einer der Symbolfiguren, da er vieles sozusagen über Monate lang selber plant und natürlich das alleine nicht funktioniert hat. Und was diesen individuellen Widerstand geht, da könnte es sozusagen keinen besseren Schirmhelm geben heute für dieses Spiel Through the Darkest of Times, denn wir spielen eine Widerstandsgruppe, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, dem NS-Regime zumindest ein bisschen Salz ins Getriebe zu steuern. Und genug der Vorrede, ich übergebe jetzt an Christian, der wird uns durch die ersten Minuten des Spiels geleiten. Genau, wir werden jetzt vor allen Dingen erstmal kurz in das Intro reinschauen, das uns auch nochmal so ein bisschen Kontext gibt für das Spiel danach. Da brauchen wir jetzt ein bisschen Ton, der ist bislang, genau. Als Adolf Hitler 1933 zum Kanzler ernannt wurde, jubelten die Massen. Aber wir nicht.
Wir wussten, dass nun schlimme Zeiten anbrechen würden. Wir wussten, dass die Drohungen der Nazis keine Lehren waren. Dass sie meinten, was sie sagten. Wir mussten etwas tun. Wir durften nicht schweigen. Aber wir wussten auch, es kann uns den Kopf kosten. Genau, jetzt können wir direkt in das Spiel starten. Wir starten ein neues. Genau, und das Erste, was passiert, und da ist vielleicht auch so ein bisschen die Verknüpfung zu einer aktuellen Ausstellung im Museum für Kommunikation in Nürnberg, falls hier heute jemand schon die Gelegenheit hatte, vorbeizuschauen oder in den kommenden Tagen sich das nochmal anschauen kann, eine Ausstellung über KI-generierte Porträts. Im Spiel Through the Darkest of Times ist es nicht ganz so ausgefeilt, aber auch hier spielen wir eben nicht eine reale Widerstandsgruppe, reale WiderstandskämpferInnen, sondern wir würfeln uns quasi eine WiderstandskämpferIn oder einen Widerstandskämpfer aus. Man kann die auch quasi so ein bisschen nach Wunsch gestalten, aber ich würde sagen, für heute wählen wir dem Thema gerecht. Genau. Die Angelika Sauer sieht auch gut aus, Schauspielerin, katholische Konservative. Mit ihr starten wir jetzt quasi in den Widerstandskampf. Wir schweigen nicht, wir sind euer böses Gewissen, wir lassen euch keine Ruhe. Genau, das Spiel beginnt direkt mit der sogenannten Machtergreifung. Genau, er lädt jetzt noch einen Moment. Ich kann auch kurz was zum Grafikstil sagen, das ist ganz spannend. Das Entwicklerstudio Paint Bucket Games hat sich für die Gestaltung der Figuren zum Beispiel an Gemälde von George Grosch orientiert. Die wollten eben gerade nicht so eine Ästhetik reproduzieren, die man oft in Spielen sieht, die sich mit der NS-Zeit auseinandersetzen, die eben auch so ein bisschen diese NS-Körperästhetik nachbilden, sondern wollten einfach auch eine Kunstart reproduzieren, die eben eher verboten gewesen wäre im NS-Regime, um auch eben auf dieser visuellen Ebene den Widerstand zu betreiben. Genau, das Spiel ist ein Strategiespiel. Wir bekommen, es ist rundenbasierend, wir bekommen zu Beginn jeder Runde so einen kleinen Einblick auch in den aktuellen Kontext, in dem wir immer Zeitungen lesen können, wo wir eben jetzt lesen können, dass Hitler jetzt Reichskanzler ist, und starten damit direkt in unseren Widerstandsunterschlupf und haben so eine kleine Story-Sequenz. Das Spiel wird immer wieder durch Momente unterbrochen, wo man eben ein bisschen was über die Hintergründe erfährt und also Entscheidungen in der Erzählung treffen kann. Ich klicke jetzt hier mal, wie reagieren wir darauf? Alle Klassenunterschiede sind verschwunden. Einheit von SA und Stahlhelm. Genau, also hier wird auch schon angedeutet, es wird später immer wieder wichtig werden, dass die Widerstandsgruppe in diesem Spiel auch eben untereinander diskutiert, wie denn eben am besten sich der Widerstand gestalten lässt, ob es überhaupt eine Aussicht gibt auf Erfolg und was eben zu tun ist, um möglichst erfolgreich zu sein. Auch das Vorgehen ist halt immer die Frage, ob man eher offensiv vorgeht und riskiert, entdeckt zu werden oder eben vorsichtig, aber damit vielleicht gar nicht so viel erreicht. Genau. Genau, und jetzt starten wir in das eigentliche Spiel. Das findet größtenteils auf dieser Karte von Berlin statt. Wie gesagt, es ist ein Strategiespiel. Wir haben jetzt unsere Angelika Sauer und noch zwei weitere WiderstandskämpferInnen, die zufällig gestaltet wurden. Nicht nur mit Namen und Aussehen, sondern eben auch mit bestimmten Eigenschaften wie Beruf, so politischer Ausrichtung und bestimmten Fähigkeiten, Eigenschaften, die eben auch ein bisschen darüber entscheiden, wo wir die am besten einsetzen. Als Erstes wollen wir natürlich mehr UnterstützerInnen bekommen. Das heißt, wir wollen zum Beispiel mit ArbeiterInnen sprechen, damit wir dort neue Unterstützer bekommen, die uns Geld geben, mit denen wir dann eben unsere Aktionen planen und durchführen können. Wenn wir zu den Arbeitern gehen, müssen wir natürlich gucken, dass wir da auch Menschen hinschicken, die auch irgendwie in Kontakt haben, also vielleicht die Schusterin, die auch Sozialdemokratin ist. Da sehen wir dann hier direkt in diesem Balken, dass so dieser Würfel so ein bisschen symbolisiert und die Farbe, wie viel
wie erfolgsversprechend das Ganze ist. Auch auf dieser Ebene ist die Erzählung, das Spiel, die Geschichte, die quasi vermittelt wird, eben auch nicht linear und feststehend erzählt, genauso wie die Porträts, sondern hängt eben auch vom Zufall ab, kann sich eben auch anders entwickeln. Ich denke, das wird heute auch ein Diskussionsthema sein, eben die Frage, was es macht, wenn ein Computerspiel eben die Möglichkeit bietet, dass Geschichte anders verläuft oder sich eine fiktive Widerstandsgruppe generiert, die eben vielleicht ganz andere Aktionen macht als reale und wie eben Spiele damit umgehen können. Das sieht auf jeden Fall schon gut aus. Die Maria Werth ist ja wirklich perfekt in dem Job. Gleichzeitig können wir noch gucken, dass wir ein bisschen Spenden sammeln in Kreuzberg. Genau, auch hier brauchen wir, kann man immer sehen, was so am besten ist, was hilfreich ist. Wenn wir eine Kommunistin nach Kreuzberg schicken, ist es besser, als wenn wir eine katholische Konservative hinschicken. Das heißt, Angelika Sauer ist raus, wir können es mal probieren. Ich meine, auch das ist jetzt erfolgreich, weil das noch nicht so, das Risiko noch nicht so groß ist und sie eben viel Empathie mitbringt und Propagandapotenzial. Das heißt, diese Eigenschaften überspringen dann so ein bisschen die anderen. Aber wir probieren trotzdem mal lieber. Na, bei ihr läuft es deutlich schlechter. Schicken wir lieber mal sie hin. Genau. Und das Letzte, was wir am Anfang eben noch probieren können, ist eben auch wirklich neue Mitglieder zu rekrutieren. Wir haben jetzt nur 3 Stück, die feste Mitglieder sind. Aber kann sich immer lohnen, noch mehr hinzuschicken. Hier haben wir jetzt eh nicht mehr so groß die Auswahl. Wir wollen ja auch mal kennenlernen, was passiert, wenn so eine Aktion scheitert. Von daher ist es vielleicht ganz gut, wenn die Luise Meyer hier gar nicht so... Oder wir können ja, das ist... Kann man auch immer noch machen. Sie hat ein bisschen Geld dabei. Wir können ja auch noch ein Fahrrad mit an die Hand geben. Das senkt so ein bisschen das Gefahrenpotenzial. Dann kann sie im Zweifelsfall noch wegradeln. So, jetzt haben wir quasi alle unsere WiderstandskämpferInnen zugewiesen. Jetzt beenden wir die Runde, die erste, und können quasi sehen, was passiert, was der Zufall optimiert durch unsere Entscheidung bringt. Genau, also weiterhin unterstützen uns 5 Menschen und haben uns 2 Mark gespendet. Aber jetzt werden unsere Aktionen quasi durchgeführt. Maria Wehr trifft sich mit den Kollegen der Unterstützerin in Kreuzberg und hat tatsächlich 6 neue Unterstützerinnen gewinnen können. Probleme gab es keine. Genau. Auch das verlief erfolgreich. Wir konnten ein bisschen Geld sammeln. Mal schauen, ob das gut geht. Ja, auch hier zum Glück keine Probleme. Das wird später im Verlauf dann noch ein bisschen komplizierter. Jetzt haben wir hier eben die Möglichkeit, uns aus 3 neuen, zufällig generierten WiderstandskämpferInnen wieder jemand auszusuchen. Die Frage, ob wir es bei einer reinen Frauengruppe belassen oder ob wir uns vielleicht noch so einen Anarchisten mit dazu holen. Machen wir das mal. Genau, und jetzt springen wir quasi direkt zu einer weiteren Story-Sequenz. Ich dachte, die kam viel später, aber sie ist jetzt schon da. Aber nun gut. Genau, wie gesagt, das Spiel wird immer wieder unterbrochen durch Story-Sequenzen. Die erste, die wir gesehen haben, da ging es jetzt noch nicht wirklich darum, eine schwierige Entscheidung zu treffen. Das ist hier jetzt schon eher der Fall. Wir erleben jetzt, anscheinend gibt es bei einer Menschengruppe, wird jemand angeschrien. Wir bewegen uns da mal hin und sehen eben, wie Nazis einen älteren jüdischen Herrn belästigen. Und auch hier müssen wir uns jetzt eben entscheiden, ob wir da eingreifen. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal und genau, nähern uns vorsichtig. Versuchen uns mal einzumischen. Genau, angreifen ist wahrscheinlich eine schlechte Idee. Aber wir versuchen, die mal zu beruhigen und abzulenken. Und tatsächlich gelingt es uns so eben, diese Situation aufzulösen. Und reden noch ein bisschen weiter. Wieder sprechen.
und laufen jetzt lieber weg, weil wer weiß, wenn diese Situation noch eskaliert, wir wollen ja noch weiter in Zukunft Widerstand betreiben und verschwinden still. Genau, und offenbar, wir sind ja wie gesagt kurz nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten und solche Szenen werden uns in diesem Spiel wahrscheinlich noch öfter begegnen. Es wird immer wieder eben auch historische Ereignisse aufgreifen. Wir werden wahrscheinlich den Reichstagsbrand auch noch erleben. Genau, und am Ende einer Runde einer Woche haben wir dann eben nochmal so eine Endauswertung, wo wir sehen, was wir erreicht haben. Moral ist zum Beispiel auch ein wichtiger Wert, die hält die Truppe quasi einfach motiviert. Wenn die irgendwann auf Null sinkt, dann kann es eben sein, dass die Gruppe sich vorzeitig auflöst und dann ist das Spiel vorbei. Genau, damit habe ich jetzt so einen kurzen Rundum-Einblick gegeben. Damit würde ich jetzt erstmal wieder ans Panel übergeben, damit eben auch ein bisschen diskutiert werden kann. Und ich spiele noch so ein bisschen weiter. Und wenn wir wieder zu einer Szene kommen, die spannend sind, dann genau. Gut, ja, vielen Dank. Also das war jetzt der erste Einblick dieses Spiels. Es ist, wie gesagt, ein Strategiespiel. Und diese Landkarte, die man sieht von Berlin aus dem Jahr 1933, ist sozusagen unser Hauptaktionsort, in dem wir unseren Widerstand planen und organisieren. Und darum dreht sich das Spiel. Ja, fuhr in die Uni und da hatten die Studierenden eben verschiedene Themen bearbeitet in ihrem Masterseminar. Und eine Gruppe hat sich eben mit Geschichte in Games auseinandergesetzt und ein Beispiel es gab verschiedene Epochen, die besprochen wurden, Mittelalter, dann Antike und ein Thema war eben auch Zweiter Weltkrieg und da fand ich es besonders spannend, dass eben nicht die klassischen Ego-Shooter oder Kriegsspiele, sage ich jetzt mal, weil ich bin selber keine Gamerin, also ich kannte eben sowas, was man halt so liest und was man eben so gehört hat, sondern dass es eben dieses Spiel gibt, das sich mit dem Widerstand beschäftigt. Und das hatten wir denn damals eben auch präsentiert in einer Ausstellung zu dem Thema Avatare und Identitäten in Computerspielen und zu dem Thema Zweiter Weltkrieg. Und das fand ich eben ganz spannend, dass es eben auch so einen anderen Zugang gibt. Mhm. Und wie sind da bisher Ihre ersten Erfahrungen mit den Reaktionen dazu? Ja, es war ganz, die Besuchenden fanden das toll, dass man eben nicht so diese klassischen Spiele zeigt, sondern eben mal auch eine andere Art von Erinnerungskultur dieser Zeit. Und es hat natürlich auch ganz gut gepasst, was Christian eben auch schon gesagt hat, dass es eben, das Thema war ja Avatare, also wie sind sozusagen Personifikation oder Menschen dargestellt auch in dem Spiel und das hat eben auch dann ist sehr gut angekommen, dass man eben sich auch in den Leuten teilweise wiederfindet. Wir haben eben nur 6 Personen vorgestellt gehabt, 6 Charaktere, aber da konnte man sich eben auch schon durch die vielen Eigenschaften auch durchaus wiederfinden. Mhm. Und ich glaube, dass das vielleicht auch zum Erfolg des Spiels beiträgt. Das ist ein wichtiger Punkt, nämlich, dass man sich durch die vielen Eigenschaften wiederfindet. Das sind alles zufallsgenerierte Eigenschaften und das sind solche Themen, wie funktioniert das Spiel, die wir als so spielmechanische Themen oder Punkte benennen. Und da komme ich jetzt auch zu Herrn Hochreiter. An Sie wäre dann die Frage, das Spiel gewann den Preis im Bereich Serious Games. Was ist das eigentlich? Was kann man sich als Nicht-Gamer darunter vorstellen? Ja, erstmals an der Stelle total interessant, dass es hier jetzt in der Kategorie Serious Games gewonnen hat, obwohl auf dem Spiel nicht Serious Game draufsteht. Ja. Das ist schon einmal etwas, was interessant ist, weil da kann man auch schon drüber nachdenken. Aber erstmal zur Definition. Ein Serious Game ist einfach ein Spiel, das über das Spiel hinaus noch mindestens eine weitere Komponente hat, die eben nicht rein spielerisch ist, sondern die zum Beispiel eine weitere Bedeutung hat, wie zum Beispiel Lernen, wie Dokumentation etc. Das heißt, wir haben eine weitere Komponente dabei und wenn man dann es irgendwann nochmal ein Stück weiter dreht und sagt, wir haben eigentlich was überhaupt nichts mit Game zu tun hat und nehmen aber die Game-Mechanik, dann ist man bei Gamification. Also so ist ein bisschen die Abstufung von dem reinen Entertainment-Produkt bis hin zur Gamification, das Serious Game irgendwo in der Mitte.
und dokumentarische Spiele, da ist es, das ist auch so einem fließenden Übergang. Ja? Es gibt da jetzt nicht eine harte Grenze, weil wenn ich jetzt sage, ich habe nur ein historisches Setting, dann heißt das noch lange nicht, dass es deswegen ein Serious Game sein muss. Ja? Bei uns hat das häufig, oder ich formuliere es mal anders, bei den echten Spielern da draußen, ja, also die sich selber als solche betiteln würden, hat halt Serious Game häufig so einen Beigeschmack, so ein Spiel, das man eigentlich nicht unbedingt gerne spielen will. Das ist eher sowas, was man im Schulunterricht vielleicht mal hat, so als Ersatz zum Schulbuch ist es ganz gut geeignet, aber so in der Freizeit eher nicht. Und das ist eben höchstwahrscheinlich auch der Grund, warum nicht jetzt dort steht Serious Game, obwohl es eins ist, ja. Welche Merkmale würdest du denn davon tragen? Was erkennen Sie denn da wieder vom Serious Game? Welche Merkmale? Also was hier natürlich ganz klar ist, meiner Meinung nach eines der wichtigsten Punkte beim Serious Game sollte eigentlich sein, das ist etwas, was uns jetzt ja gerade leider auch wieder einholt. Ja, durchaus. Also ganz persönlich fand ich auch, dass die Abfolge der Geschehnisse dort wahnsinnig gut wiedergegeben ist. Das Erlebnis eben in Berlin-Alexanderplatz, das hatten wir, ich glaube, 5. Februar war es datiert. Und da hat man eben gesehen, da hat sozusagen die Polizei oder hatte schon Macht, die sie sonst eigentlich noch gar nicht hätte haben dürfen nach dem 30. Januar 33. Das ging dann aber ganz ratzefatze, kann man so sagen. Ja. Und das zeigt das Spiel immer wieder schnell. Frau Leichter, gibt es, wenn ich jetzt dann Sie noch einbinden darf, gibt es für diese Art von Integration der Geschichte oder Vermischung, gibt es da historische Figuren, die zum Beispiel keine Lizenzen zahlen muss? Aber ich glaube, was Through the Darkest of Times in der Hinsicht anders macht, ist dieses Dezentrieren irgendwie der Handlung. Also wenn wir an Spiele im Zweiten Weltkrieg denken, dann ist es oft eine amerikanische Perspektive und es gibt einen muskelbepackten Protagonisten, der sich durch irgendwelche Kriegsszenarien schießt, also auch in Spielen, die mit Widerstand zu tun haben. Und Through the Darkest of Times macht es schon anders, indem es das aufdröselt und auch auf diese ganz kleinteilige Ebene geht und auf der bleibt. Ja. Vielleicht noch, Herr Hochreiter, vielleicht noch zu den einzelnen Aspekten der Gruppe. Wenn man das so aus Spielerentwicklerperspektive sieht, wie das designt worden ist, sozusagen, wie die Spielmechaniken ineinander wirken, können Sie die vielleicht kurz auch beschreiben und vielleicht auch die Effekte dessen? Zum Beispiel, es gibt den Moralwert, den wir jetzt sehen. Wir haben oben einen Balken, der Moralwert läuft ab. Wir haben eine bestimmte Geldsumme, an der wir arbeiten müssen. Also wir haben sozusagen sehr viele Baustellen, an die wir uns gleichzeitig kümmern müssen. Welchen Effekt bewirkt das denn beim Spielen denn? In erster Instanz ist es das, was das Spiel natürlich einfach mal reizvoll macht, weil ich einfach dann hier einfach wir haben ein Spielziel, aber wir haben lauter Hindernisse und die werden genau dadurch geschaffen und das macht ja erstmal den Reiz aus. Und ich habe das, hier vorhin schon, wir haben ein Strategiespiel, ja, das ist genau die Komponente, die wir hier haben, das sind die typischen Anteile, die man da drin hat. Und wir haben eben auch dieses, was natürlich auch ein schöner Transfer ist, dass wir sagen, wir können hier das gar nicht alleine gewinnen, sondern wir haben nur eine Chance, wenn wir eine Gruppe zusammenstellen, in der wir eben auch gut die Eigenschaften der Einzelnen ausspielen können, sonst sind wir aufgeschmissen. Also das ist das, was das mit uns macht. Ja? Und natürlich einfach in erster Instanz ist es einfach mal eine Spielmechanik, die dafür sorgt, dass wir am Ball bleiben, dass wir da Lust zu haben, weil wir natürlich von Runde zu Runde weiterkommen wollen und das bestehen wollen und irgendwann das Spiel auch bestehen wollen. Ja? Bevor ich gleich zu Christian übergebe, aber darf, also das bietet sich jetzt natürlich an, aber darf denn ein Spiel um den Widerstand Spaß machen? Darf das Lust fördern? Es muss. Das ist das Wichtige. Wenn das Spiel keinen Spaß mehr macht, dann sind wir frustriert. Das heißt, und wollen das Spiel nicht weiterspielen. So, und das ist ja das, was wir nicht wollen. Was natürlich ein Punkt ist, dass ein Spiel darf durchaus uns auch nachdenklich machen. Ein Spiel darf uns durchaus auch mal frusten. Na? Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, Spaß ist immer so ein bisschen der nicht präzise Ausdruck dafür. Aber letzten Endes, es muss uns interessieren. Wir wollen gehuckt bleiben dabei, wir wollen jetzt nicht hergehen und sagen, okay, eigentlich habe ich es verstanden und jetzt habe ich immer dieselbe Handlung, es ist irgendwie öde, da muss was weiterkommen und das treibt mich ja an, dass ich hier sage, ich will dieses Spiel bezwingen. Und was ja letzten Endes auch immer so ein Thema ist, bei dieser Art von Spiel haben wir ja, wenn man das Gegenteil nehmen würde, wenn wir jetzt sagen, wir lassen mal diese ganze Strategiekomponente weg,
und wir hätten nur die Narration an der Stelle mit Entscheidungsentkleidungen, dann hätten wir so eine klassische Visual Novel. Das hätte man dazu machen können, ne? Das hätte sicher auch funktioniert. Aber das wäre einfach spielerisch deutlich uninteressanter und auch deutlich kurzweiliger, das Ganze. Mhm. Also von daher ist es einfach ein sehr starkes Mittel, hier so eine, sag ich mal, bewährte Spielmechanik zu nehmen und die als Fundament, als Basis für dieses Spiel hinzusetzen und dann da herum die Story zu bauen. Mhm. Christian? Genau, ich wollte nur einmal auf die aktuelle Szene hinweisen, die gerade ganz gut gepasst hatte zu dem, was Clemens Hochreiter gesagt hat, nämlich diesen Aspekt, dass eben auch diese Gruppen irgendwie, ne, dass auch Teil der Spielmechanik ist, dass diese Gruppen eben auch intern Konflikte austragen müssen. Einerseits haben wir gesehen, es ist gut, wenn wir divers gestalten, aber jetzt haben wir eben direkt eine Situation, wo die anderen Mitglieder der Gruppe sagen, den Anarchisten wollen wir eigentlich gar nicht dabei haben, der stört und der bringt uns in Gefahr. Und jetzt ist eben auch diese Erzählebene, diese Visual-Novel-Ebene, wo wir quasi eigentlich so eine lineare Erzählung haben, plötzlich auch im direkten Zusammenhang mit dem Strategiespiel. Also das betrifft jetzt unsere weitere Arbeit. Wir können jetzt riskieren, wir lassen, ne, der Werner Beder soll raus, weil der ist Anarchist. Sagt die Luise Meyer, wen schmeißen wir jetzt raus, lassen wir beide drin. Ich wäre jetzt erstmal dafür, wir lassen beide drin und schauen, was passiert. Genau, aber es ist ganz spannend, wie das Spiel eben auch diese Ebenen zusammenbringt und eben auch Widerstandsgruppen einfach so als soziales Gefüge eben auch thematisiert. Mhm, danke. Ja, das ist tatsächlich ein wahnsinnig spannender Aspekt, dass man sagen kann, als Spieler, also es fordert einen als Gewohnheitsspieler oder Spielerin einfach heraus. Man ist in der Regel gewohnt, Punkte zu sammeln und sozusagen so viel wie möglich an Experience zu sammeln, zu leveln und eine starke Gruppe zu haben. Das kann man hier auch tun. Dann gibt es aber eben Konflikte untereinander, dass wir sagen, der Kommunist und der Erzkonservative passen eben doch nicht so gut zusammen auf einer anderen Ebene. Und da spielt das Spiel eben auf dieser erzählerischen, aus dieser Erzählperspektive aus. Frau Leichter, Sie haben vorhin auch eben das Thema so Hollywood und die, wie dort sozusagen Widerstand gezeigt wird, angesprochen. Sehen Sie denn, gibt es Dinge, wo Sie sagen, nee, das kann man nur im Spiel machen? Da sind wir Hollywood sozusagen mit dem Medium Spiel, was das Thema angeht, irgendwie weit voraus oder auch nicht oder hängen hinterher? Also was im Spiel jetzt generell auch unabhängig von Through the Darkest of Times oft auch nur so verkauft wird, ist eben die Möglichkeit, diese Entscheidungen selber zu treffen, also zum Beispiel die Entscheidung, Widerstand zu leisten und dadurch die Prozesse auch erfahrbar zu machen, wie das funktioniert. Und ich würde sagen, bei manchen Spielen funktioniert das auch nicht dann, wenn es eben trotzdem dieses Militärische in den Vordergrund rückt und dann eben doch diesen Klischees verhaften bleibt. Aber ich glaube, bei Through the Darkest of Times, gerade über diese ganzen Mechaniken, wird das Kleinteilige erfahrbar und bewusst. Also es gibt keine Szene, wo plötzlich Flugblätter irgendwo runterrauschen, weil wir erfahren, wir brauchen da erstmal Papier für und dann auch noch die Farbe. Und ich glaube, da ist das Spiel privilegiert darin, über diese Prozesse quasi die Erzählung zu leiten und zu sagen, so funktioniert wahrscheinlich Widerstand, indem ich diese ganzen kleinen Schritte auf dieser Mikroebene eben auch beachten muss und nicht nur dann den Cut habe zum Erfolg oder zum Misserfolg. So. Ja, der Versuch, Papier zu finden, könnte in einem Hollywood-Film vielleicht durchaus etwas langweiliger wirken, als es tatsächlich in dem Spiel ist. Frau Dr. Hornung, zu Ihnen dann noch. Jetzt haben Sie ja gehört, dass es die Möglichkeit gibt, sich mit den Figuren zu identifizieren. Was natürlich, ich denke mal, im musealen Kontext natürlich auch irgendwie was Wertvolles ist, ja, da wenn man sich in etwas direkt hineinfühlen kann, weil man mehrere Sinnesebenen verbindet und natürlich Emotionen auch ein starker Motivator sein können. Wenn Sie das so sehen oder hören, gibt es auch Dinge, wo Sie sagen, oh, das könnte auch diese starke Identifikation könnte vielleicht auch eine Gefahr sein? Also grundsätzlich würde ich hoffen, dass eine Identifikation mit einer Widerstandsgruppe, zu der
derzeit keine Gefahr ist, sondern eigentlich vielleicht das einzig Richtige. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass, also ich fand es eben ganz spannend, was Herr Hochreiter sagte, mit diesem, man muss es sozusagen, muss einen irgendwie packen, ja. Und umso schwieriger, wenn es so kleinteilig ist. Ne? Ich meine, große Gesten, große Flugplatzszenen oder diverses, was einem Gänsehaut verleiht, ist irgendwie einfacher, dass es einen packt, als eben, also zum Beispiel auch in beide Richtungen, also positiv sozusagen wie dann auch negativ. Also die Identifikation kann natürlich auch eine Gefahr sein, vor allem wenn man es auch für bare Münze nimmt. Ne? Ich meine, es gibt natürlich, also wir in unserer musealen Arbeit beschäftigen uns oder checken erstmal die Quellenlage und schauen sozusagen gerade bei speziellen Objekten. Ich hatte gesehen, da ist zum Beispiel auch ein Volksempfänger, also gerade Radiogeräte haben scheinbar mit dem Setting, und da sieht man ja, wo unsere Kommunikationsgeschichte auch ganz deutlich wichtig ist im Bereich der Erinnerung des Nationalsozialismus. Wir müssen natürlich die Objekte beleuchten, deren Geschichte vermitteln. Das kann man eben relativ lapidar und trocken machen, aber das kann man eben auch eben mit Hilfe von Games oder Möglichkeiten oder Momente der Identifikation machen. Wie gesagt, also wir versuchen möglichst authentisch Geschichte zu vermitteln, aber auch in der musealen Arbeit gibt es natürlich eine gewisse Brille, die man aufhat. Also ich sag mal so Dinge, die in Sammlungen gekommen sind in Zeiten des Nationalsozialismus, in den 40er Jahre, sind deutlich geprägt. Dinge, die mit kolonialen Geschichten sind geprägt. Also wir sind sozusagen auch geprägt durch die Geschichte und müssen versuchen, das dann entsprechend zu reflektieren und uns da auch von distanzieren. Jetzt springen wir vielleicht mal direkt ins Spiel. Wir sehen den Reichstagsbrand. Christian, kannst du uns kurz in die Szene einführen, wo wir da jetzt gerade sind und warum? Genau, wir waren eigentlich in einer Bar was trinken, aber haben dann gesehen, dass eine Gruppe zum Reichstag läuft und ruft, dass der in Brand geraten ist. Die Kommunisten hätten ihn angezündet. Wir sind der Gruppe jetzt gefolgt und konnten uns eben wieder entscheiden, ob wir uns still und leise nach Hause aufmachen. Ich bin jetzt hier der Gruppe gefolgt und befrage eben die verschiedenen Personen. Genau, jetzt ein Mann in Uniform, an der schäbigen Kriegsuniform, der eben auch davon überzeugt ist, dass das die Kommunisten waren und die Juden natürlich, genau, und auch keinen Unterschied sieht. Genau, und die Polizei wird aber langsam aggressiver, das heißt, wir gehen jetzt auch lieber wieder nach Hause, werden dann jetzt auch in den nächsten Spielrunden eben sehen, was das eben auch politisch und in der Zeit bedeutet. Die Nacht lässt Schlimmes vorausahnen. Genau, und wir haben auch eine Frau im Pelzmantel kennengelernt, die uns zum Tanzen zu Jazzmusik eingeladen hat. Das können wir vielleicht gleich auch noch probieren. Genau, es ist nämlich auch, wir haben über Moral gesprochen in dem Spiel. Man kann natürlich die ganze Zeit Widerstandsaktionen machen, riskante, aber man muss eben auch darauf achten, dass die Gruppe überhaupt auch motiviert bleibt und auch weiß, wofür sie kämpfen und nicht völlig verzweifeln. Das heißt, es gibt auch immer wieder die Möglichkeit, eben ja, zum Beispiel tanzen zu gehen und auch auf diese Art und Weise eine Form von Widerstand zu leisten. Genau. Vielleicht gehst du noch mal kurz auf die Übersichtskarte sozusagen, auf die. Jetzt haben wir hier wieder eine kleine zwischenmenschliche Szene. Okay. Jetzt auch hier die Gefahr, jemand wurde anscheinend aus unserer Gruppe von einem braunen Hemd verfolgt, und müssen wir jetzt auch überlegen, bringt er uns in Gefahr, weil er anscheinend oder möglicherweise unter Beobachtung steht, oder sein Bruder wurde verfolgt. Wir lassen ihn jetzt auch mal in der Gruppe, es ist wieder Werner Beder, der macht uns viele Probleme, aber wir lassen ihn in der Gruppe, weil er jetzt immer wieder einfach auch für unsere Aktion sehr nützlich war, sehr erfolgreich. Genau, jetzt sind wir wieder auf der Karte. Genau, in diesen Zwischensequenzen, in denen die einzelnen Figuren der Widerstandsgruppe miteinander agieren, kommen eben immer diese Probleme auf, oder gibt es zwischenzeitlich Probleme, und dann kann man eben immer sich, oder muss man sich überlegen, entscheide ich zum Wohl der Gruppe oder ist es jetzt sozusagen der Person, ist es mein Freund, ist diese Person mir jetzt näher als mein
höheres Ziel. Und wer das, das klingt so einfach, in Hollywood wäre es klar, was wir vielleicht machen, lass mich zurück, ja, tu das. In diesem Spiel funktioniert das anders. Ja? Wir sind da wirklich immer wieder vor Dilemmata gestellt. Bei dieser Übersichtskarte, da wollte ich kurz noch erklärend hinführen, dass wir da diese verschiedenen Reiter haben und auch eine Anzahl von Wochen, die abläuft. Also wir sehen jetzt hier, ich muss gerade mal 16. Wir haben noch 16 Wochen Zeit, um verschiedene Aktionen durchzuführen. Und es gibt auch so große Missionen. Ich weiß gerade nicht, was du da oben hast mit diesen, vielleicht können wir da kurz gucken. Ich kann es leider nicht lesen von hier. Genau, wir haben ja die Möglichkeit, eine NS-Propaganda-Ausstellung zu sabotieren zum Beispiel. Da brauchen wir aber einiges an Vorbereitung. Wir brauchen Brandsätze. Das ist dann nochmal was ganz anderes als Papier oder Farbe zu kaufen. Da müssen wir eben zum Beispiel auch manchmal, wenn wir Waffen brauchen, Militärlager ausspionieren. Genau, eine andere größere Aktion. Das ist ein Banner aufzuhängen am Alexanderplatz. Auch hier brauchen wir halt dann, müssen wir Flugblätter erst produzieren. Das heißt, wir müssen auch wahrscheinlich von diesen vollen 16 Wochen Gebrauch machen, um überhaupt so an den Punkt zu kommen. Also manche Aktionen, die kleinen, die kriegt man eben immer hin, aber die größeren, da muss man eben dann auch strategisch vorgehen und langfristiger planen, welche Gegenstände man braucht, welches Risiko damit eingeht. Und man kann eben auch nicht alles machen. Also man muss eben sich auch frühzeitig entscheiden, idealerweise, in welche Richtung man den Widerstand gestalten möchte. Ich möchte gerne noch auf einen Punkt eingehen, den Herr Hochreiter eben noch gesagt hat. Und zwar, da kam ganz klar raus, okay, Spaß ist wichtig. Also Spaß im Sinne von, das Spiel muss mir irgendeine Art von Genugtuung, es muss mich irgendwie motivieren. Jetzt kann man natürlich schon so kritisch fragen, ist denn so... Kann es denn nicht sein, dass das Spiel in Trivialitäten abdriftet, die vielleicht nicht sein dürften? Und könnte es vielleicht auch Zielgruppen geben oder Menschen geben, die das verstört? Ja, und die da dann da dadurch sozusagen denen der Zugang verwirrt wird. Und die Frage ist, was ist da jetzt wichtiger? Ist da die Spielbarkeit wichtiger, die Akkuratesse? Müsste man das in mehreren Versionen sozusagen am besten designen? Ich frage das mal ganz offen in die Dreierrunde. Das knüpft was an, was man die ganze Zeit schon in mir arbeitet. Und zwar, was ich irgendwie ganz einen wichtigen Punkt finde, letzten Endes, wir haben ein Unterhaltungsmedium hier immer noch. Ja, also das heißt, der Vergleich mit dem Hollywood-Film ist total gut. Ich fand es total absurd, wie diese Böhmermann-Sendung zu dem Ich-bin-Sophie-Scholl-Projekt, wo Böhmermann sich abgearbeitet hat an diesem Projekt und gesagt hat, da fehlen ja die Quellenhinweise und was weiß ich was, wo ich nur da stand und mir gedacht habe, wieso? Was ist denn das für eine Erwartungshaltung? Ich würde doch nie in einem Steven Spielberg-Film erwarten, dass ich jetzt die Quellen eingeblendet habe in dem Moment. Wir haben hier ein Unterhaltungsmedium. Und das muss auch, das als solches, finde ich, müssen wir es immer noch sehen. Das ist eben auch kein erstmal für ein Museum gedachtes Ausstellungsstück, sondern es ist erstmal ein Unterhaltungsmedium, Punkt. Und da gehört auch dazu, dass ich als Spieler zum Beispiel auch austeste, was sind die Grenzen, die mir die Game Designer aufgezeigt haben, mhm, und versuche, das Spiel zu breaken. Auch das gehört ja dazu, dass ich zum Beispiel in der Anfangssequenz, dass ich da eben auch hergehe und sage, ich gebe dem Nazi eine auf die Mütze, ja, und schaue, was passiert, obwohl ich natürlich weiß, in einer echten Situation hätte das wahrscheinlich keiner gemacht, weil es ein Todesurteil gewesen wäre, aber im Spiel probiere ich es halt einfach aus. Und das, finde ich, gehört dazu. Und das ist jetzt nur eine Teilantwort auf deine Frage, aber ich finde, das geht in diese Richtung, dass ich sage, ich muss hier in so einem Spiel am Ende des Tages einfach auch damit leben, dass dieses Spiel, oder ich muss als Spieleentwickler auch damit leben, dass dieses Spiel tatsächlich von Leuten so interpretiert wird, wie sie es wollen. Das ist genau dasselbe, wie ich es beim Hollywood-Film halt auch habe. Ein Full Metal Jacket wird als Antikriegsfilm wie als Kriegsfilm interpretiert. Und das muss ich zulassen. Mhm. Frau Leichter, Sie möchte ich gerne noch fragen in Bezug auf das erzählerische Tempo. Das wird ja immer wieder unterbrochen. Also das Spiel hat zwar eine Geschichte und die wird, das haben wir auch gesehen mit dem Reichstagsbrand, es gibt so feste Events und da läuft die Geschichte sozusagen weiter. Aber ansonsten haben wir immer so verschiedene Objekte,
die unserer Wahl obliegen. Das heißt, also ich kann ja verschiedene Missionen machen, muss aber nicht und kann gar nicht alle Missionen machen. Also das ist wie bei so einem schwierigen Test, wo man sagt, du kannst es gar nicht schaffen. Und das ist das Spiel, hat das eben auch. Was für eine Wirkung hat, was für eine Wirkung erzielt so eine Erzählweise vielleicht beim Spieler? Und sehen Sie das irgendwie vorteilhaft für diese Art des Spiels, für dieses Thema? Also zunächst, glaube ich, muss man vielleicht nicht unbedingt unterscheiden zwischen den Erzählelementen und dann den Strategieelementen. Britta Neitzel hat das schön formuliert mal, dass das Spiel erstmal Handeln ist, aber dann immer auch Erzählen. Also auch während ich das Strategiespiel spiele und in dem Teil bin, habe ich eine Erzählung in meinem Kopf laufen. Die gibt mir jetzt nicht unbedingt das Spiel vor, aber wir haben schon gemerkt, man kann sehr gut dazu erzählen, was ich gerade mache und warum. Und das würde ich genauso als Teil der Erzählung ansehen. Und die Verbindung, die Through the Darkest of Times immer schafft, ist, dass die ineinander greifen. Nicht immer perfekt, weil ich zum Beispiel auch mal Entscheidungen treffen könnte, die jetzt auf der Erzählungsebene keinen wirklichen Sinn ergeben, weil ich mich rein für die Mechanik entscheide. Also zum Beispiel, wenn es jetzt nicht die Arbeiterin ist, die dann zu den ArbeiterInnen geht, aber trotzdem Erfolg hat, da wäre es jetzt für eine kohärente Erzählung schöner, wenn da die Schneiderin hingehen würde und ich entscheide mich aber vielleicht doch für das andere. Aber trotzdem habe ich ja so eine Erzählung ablaufen, die dann vielleicht erst sogar nach Spielende oder nachdem ich den Computer ausschalte oder das Spiel schließe, so ein Gesamtes ergibt. Und das, finde ich, macht Through the Darkest of Times eigentlich ganz schön, so diesen Wechsel. Und ja, es ist vielleicht eine Erzählung, die sich sehr oft wiederholt, die vielleicht auch so etwas Zermürbendes hat mit der Zeit, weil wir das immer wieder zuordnen und planen müssen, auch so ein was Repetitives ist, das, glaube ich, macht aber auch erzählerisch was her, weil darum geht es ja auch. Es ist zermürbend und es ist erschöpfend, Widerstand zu leisten. Und es bringt einen an die Grenzen, nicht nur als SpielerInnen, sondern auch die Figuren. Und ich finde, das spiegelt sich da auch eigentlich ganz schön. Interessanter Aspekt, weil tatsächlich hat das Spiel unter, ich sage mal, Hardcore-Gamern ja, teilweise eben diesen Kritikpunkt erhalten, dass es sehr repetitiv ist, dass man immer wieder ähnliche Aufgaben verführt und es über alle sozusagen Kapitel des Spiels hinweg sich dann nicht groß was tut. Natürlich kann man auf anderer Ebene eben sagen, aufgrund der Message kann man natürlich durchaus da erkennen, ja, das ist vielleicht langweilig, aber vielleicht ist auch Papier besorgt. Halt einfach auch eine wichtige Aufgabe oder die Farbe besorgen, um vielleicht eine Botschaft irgendwo zu hinterlassen. Also da sind dann wieder auch so zwei Seiten einer Medaille, die man daraus sieht. Wenn wir jetzt kurz bei den Zeitungsschnipseln innehalten können, perfekt, also als ob wir es abgesprochen hätten. Wir sehen hier auch eine Art, wie das Spiel seine Geschichte vorantreibt oder die Zeitschiene vorantreibt, indem es uns immer wieder in Kontext setzt. Und zwar der Kontext sind die historischen Ereignisse, die parallel sozusagen stattgefunden haben. Was wir aber auch hier sehen, es hat die Anmutung von realen Zeitungen, das sind sie aber nicht. Auch die Titel, die dort so sind, sind ausgedacht. Ja, also die Ereignisse sind wahr, aber das sind jetzt keine tatsächlichen Headlines. Es gibt immer so ein paar Zeitungen, zum Beispiel die Voran nachher, die immer so ein bisschen, dann sind eher aus dem, ich sage mal, aus dem NS-Kosmos, so propagandatreue Zeitungen und andere. Und hier verbindet das Spiel ein bisschen eben diese, ich sage mal, die erzählerische Perspektive und auch die fiktive Perspektive und auch die Faktizität miteinander. Da würde ich sagen, Frau Dr. Hornung, dürfen die das? Ist das Geschichtsverfälschung? Wie würden Sie es einordnen? Es ist interessant, weil wir gerade eben erst unseren Bereich Journalismus in der Dauerausstellung überarbeitet haben. Und dort arbeiten wir mit echten Schlagzeilen, beziehungsweise ich hatte das im Vorfeld ja schon erzählt, auch mit KI-generierten Artikeln. Also da kann man ja schon auch sehen, dass auch im Journalismus und in dem Arbeiten von Schlagzeilen möglicherweise nicht immer der Mensch derjenige ist, der sozusagen diese kreiert.
Ich finde, dass meine beiden Vorrednerinnen was zwei ganz wichtige Dinge gesagt haben. Also das Format eines Mediums ist natürlich ganz besonders wichtig und dass man bei den Games oder sozusagen wenn man Games nutzt, um an Erinnerungskultur anzuknüpfen, dann eben hat auch dieses Medium als Format sozusagen auch wahrnimmt. Ne? Also es ist, wie Herr Hochreiter sagt, ne, es ist auch erstmal ein Game, es soll Freude machen und es soll auch irgendwie Spaß machen und hat natürlich ein historisches Setting in der Handlung dann eben auch und in der Erzählung. Dass da nicht alles für bare Münze zu nehmen ist, das weiß man hoffentlich. Aber selbst wenn die Schlagzeilen erfunden sind, ich meine, wir lesen ja auch Romane, die in bestimmten historischen Epochen spielen und schauen uns Filme an, hatten wir ja schon das Thema, glaube ich, dass das, solange sozusagen die historischen Ereignisse, die dort unter den Schlagzeilen sind, real passiert sind und die mit dem Spiel zu tun haben, findet ja dann auch einen Lerneffekt statt, dass man weiß, okay, ach, Reichstagsbrand, da gab es irgendwie was, also und das ist tatsächlich passiert. Ich glaube, man muss natürlich auch mit einer gewissen Distanz das spielen und also ich kenne, wie gesagt, nicht so viele Games, aber ich habe das Gefühl, dass man bei diesem Spiel eben durch diese Kleinteiligkeit auch viel nachdenken muss, sich viel, auch viel lesen muss, sich viel erarbeiten, in Anführungszeichen. Das heißt, auch in dem Format dieses Spiels werden einem Dinge sozusagen auch nahegebracht, die ja eigentlich mit, sage ich jetzt mal, Quellenarbeit oder Ähnlichem auch zu tun haben. Also so in dem Prozess des Erarbeitens, Lesen, Dinge zusammensuchen und so weiter. Ja. Das Spiel hat ja nun auch, also es mangelt an historischen Quellen, im Sinne nicht von der Recherchearbeit, sondern man könnte ja sagen, perfektes Medium, ich baue vielleicht Radioschnipsel mit ein oder vielleicht Bildausschnitte oder Zeitungen. Und so wie ich das aus Interviews entnommen habe, liegt es eben an finanziellen Gründen, dass dann eben Stiftungen und Ähnliches oder Museen Dinge unter bestimmten für Lizenzgebühren herausgeben, und das für kleine Indie-Entwickler vielleicht gar nicht machbar ist, da für alles nun diesen Beitrag zu bezahlen. Ja, zum Beispiel die Radiosprecherin hier in diesem Spiel, sie klingt sehr authentisch, wurde aber nachgesprochen, es wurde nachvertont. Herr Hochreiter, ist das etwas, mit dem sich Game Designer so, also ist das ein Problem? Ist es auch ein Problem bei der Spieleentwicklung, dass wir da, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Problem ist, ein internationales Problem, der Umgang mit historischen Quellen und die Einarbeitung. Also haben Sie da Beispiele oder haben Sie das auch schon mal erlebt? Oder wie funktioniert das? Also der erste Teil, glaube ich, nochmal, weil ja jetzt die These im Raum stand, ja okay, es ist erstmal schwierig, sowas zu finanzieren und wir kommen deswegen auch schon an die Sachen nicht ran. Also man muss ja sagen, Through the Darkest of Times hat an vielen Stellen Entscheidungen, das sieht man auf den ersten Blick, wo man sagt, okay, die wurden aus finanziellen Gründen getroffen, wie auch zum Beispiel die Art der Animationen, des Artstyles und so weiter. Der ist einfach ein dankbarer Artstyle, um mit relativ wenig Budget relativ viel zu erzählen. Und das haben die halt exzellent gemacht. Das hat natürlich, und deswegen ist aber auch das Ganze so unglaublich repetitiv dann irgendwann, weil natürlich jede weitere Mechanik, die ich reinbaue, muss ich wieder balancen und das Balancing von so einem Spiel wird irgendwann immens teuer. Also das ist halt, irgendwo ist da so eine Grenze und ich finde, die haben da eh schon einen ganz guten Sweet Spot getroffen. Aber das ist natürlich immer die Schwierigkeit, weil einfach ein Spiel, das das zehnfache Budget hat, hat andere Möglichkeiten. Und wir reden hier einfach von Nischentiteln immer noch. Es ist halt einfach eine Nische, die ich besetze und das ist auch ganz schwierig, da die richtige Zielgruppe zu finden. Also weil allein schon dieser Schritt hier, sowas Strategisches zu machen, war ja mutig, weil natürlich die Frage ist, derjenige, der sich für Strategiespiele interessiert, hat der wirklich Interesse an dieser Thematik? Und umgekehrt, Leute, die an dieser Thematik Interesse haben, sind die dann nicht von der Strategiekomponente verprellt? Also da haben die eh schon so einen Sweet Spot gefunden. So, und die Vorgehensweise, wenn ich heute ein Serious Game zu so einem Thema mache, ist natürlich, dass ich ähnlich wie bei einem Dokumentarfilm vorgehe. Und das bedeutet wahnsinnig viel Rechercheaufwand. Das ist einfach an der Stelle und das muss ich alles finanzieren können. Und ich glaube, damit wir einfach dann am Ende des Tages Budgets bekommen, die Hollywood-mäßige Budgets sind, wo ich dann eben da hier was anderes machen kann und vollen schöpfen, da müsste einfach noch viel mehr diese Art
die, eine Rubrik von Games erstmal entstehen, die es noch gar nicht gibt. Wenn ich heute bei Steam reinschaue, dann gibt es da kein Dokumentarspiel. Ja, das ist ja noch nicht mal eine eigene Rubrik da drin. Und wir haben noch gar kein Bewusstsein, was ein dokumentarisches Spiel eigentlich für Konventionen hat. Deswegen diskutieren wir auch genau über solche Punkte. Im Film wissen wir das viel mehr. Und das ist alles noch nicht da. Und folglich haben wir halt auch noch nicht diese Budgets an der Stelle. Ich bin aber sicher, dass das kommen wird. Also das ist einfach, je weiter das Medium wächst, ich meine, wenn man es einfach anschaut, wo heute der Durchschnittsspieler vom Alter schon ist und trotzdem ist Spiel immer noch relativ jung verglichen mit Film, ich bin mir sehr sicher, dass das weiter wächst und dann auch die Budgets wachsen wird. Ja? Frau Dr. Hornung, würde das offene Türen einrennen oder? Wir sind jetzt noch keine Game Designerinnen vorstellig geworden, also vielleicht bei unseren Sammlungen, das weiß ich jetzt nicht, aber bei uns jetzt persönlich hier in Nürnberg nicht. Also wir würden uns freuen, da auch mal mitzumachen. Und lustigerweise gucken wir vom Museum immer ganz neidisch ins Game Design, weil wir natürlich auch schwindende Budgets haben, fehlende Grundfinanzierung an der einen oder anderen Stelle und immer denken so, oh, so 3D-Animationen, die Umgebungen, das Design, das Immersive, wie das in Games eben rübergebracht wird, das würde uns bei verschiedenen Ausstellungsthemen echt gut zu Gesicht stehen, aber die Themen wollen natürlich gerne wir vorgeben, ist klar. Also, genau, also dass man eben zu den sowieso geplanten Ausstellungsthemen eben eine gewisse Game-Ästhetik oder ein Game-Design eben gerne hätte, vor allem gerade in diesem digitalen Bereich. Mhm. Genau, das ist eben schade und dann denken wir immer, da sind Riesenbudgets vorhanden. Scheinbar auch nicht. Genau. Ich meine, wenn man jetzt mal einfach, so einfach anschaut, was ist jetzt hier in Deutschland so eine übliche Summe, wenn ich irgendwie heute einen Prototypen oder ein kleineres Spiel produziere irgendwie für so einem Indie-Studio, dann bin ich da irgendwo, klassische Prototypförderung ist jetzt seit 80.000, hat sich so eingebürgert, dann bin ich mit 20.000 eingebürgert, so 100.000, dann habe ich einen Prototypen von einem Spiel. Und dann reden wir aber von solchen, habe ich für ein Serious Game, sagen wir mal, 200.000, 300.000 Euro am Ende des Tages und dann will ich aber damit irgendwie eine große Masse, ich brauche dann relativ viele Leute schon, damit sich das recoupt. Das ist schon gar nicht so einfach. Das heißt, zu nischig zu werden, kann ich ja nicht, aber umgekehrt sind 300.000 halt echt wenig, um damit ein Spiel zu entwickeln, wenn ich mir anschaue, was ich da an Zeit drin habe, was ich da an Teamaufwand habe und wenn ich dann auch noch eine teure Recherche etc. finanzieren muss, dann ist das Geld sehr, sehr schnell weg. So, also von daher und es werden erschreckenderweise ja auch für deutlich geringere Budgets noch Games gemacht. Aber das sieht man den Spielen halt leider dann halt häufig auch an. Deswegen haben wir bei Serious Games so unglaublich viele Visual Novels, weil die kann ich verhältnismäßig günstig machen. Ja, das ist jetzt aber auch ein wichtiger Punkt, denn ich meine, sozusagen die Stiftung Digitale Spielekultur soll ja genau auch ein bisschen die Brücke schlagen, genau für zu diesem Thema, zu Spieleentwicklern, aber auch zu Museen, zu Arbeitskreisen, um genau diese Spiele ein bisschen bekannter zu machen. Christian, magst du vielleicht kurz vielleicht auch was von der Datenbank erzählen, um für Interessierte, vielleicht auch haben wir LehrerInnen in unserem Stream im Zuschauerraum, vielleicht wäre das geeignet? Genau. Ja, wir haben das Projekt Erinnern mit Games haben wir im Jahr 2020 gestartet. Da haben wir einen sogenannten Pitch Jam veranstaltet. Da haben wir eben Menschen aus der erinnerungskulturellen Arbeit eingeladen, zusammen mit SpielentwicklerInnen Pitches zu entwickeln für Spielideen, zu Games, die sich eben mit der NS-Geschichte auseinandersetzen. Wir haben dazu auch eine Jury zusammengestellt, Clemens Hochreiter war unter anderem mit dabei. Die haben einfach erstmal zusammen mit uns und mit weiteren Expertinnen Kriterien, Leitfragen entwickelt, weil eine Sache, die uns aufgefallen ist, ist, dass eben auch in der Spielentwicklung, gerade wenn man sich mit so einem Thema zum ersten Mal beschäftigt, gibt es einfach auch ein paar Fragen, die man sich einfach erstmal stellen muss. Ne? Sowas wie, wie geht man eigentlich auch mit NS-Ästhetik um? So klar kann man jetzt in seinem Spiel überall Hakenkreuze hinpflanzen, aber ist es sinnvoll oder macht man es vielleicht wie Through the Darkest of Times und wählt eben auch eine Ästhetik, die eben sich auch davon abhebt. Genau, daraus ist dann einfach viel entstanden, sind schöne Pitches entstanden. Ein Pitch ist gerade auch in Entwicklung zu einem Spiel gefördert, das ist ganz schön. Genau, und wir wollten das Thema weiterverfolgen, haben dann zum Beispiel auch eine Fachkonferenz veranstaltet. Und da wuchs dann mehr und mehr die Idee, dass wir eben neben den Spielentwicklenden eben auch noch
weiter rausgehen wollen in die breitere Öffentlichkeit und auch da eben Informationen bereitstellen wollen. Und eine Idee, die wir hatten, quasi eine Datenbank aufzubauen, indem wir eben diese Spiele, die eben, wie gesagt, manchmal etwas unbekannt sind, etwas nischig sind, einfach sammeln, einordnen lassen von HistorikerInnen. Genau, einerseits, um sie bekannter zu machen, aber eben auch, um aufzuzeigen, was die Spiele gut machen, aber auch, wo Diskussionspunkte liegen. Bei der Stiftung vertreten wir eben die Perspektive, dass es gibt Serious Games, aber es gibt auch sowas wie Serious Gaming. Also wir können auch Spiele nehmen, die jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht geeignet scheinen, sich ernsthaft auseinanderzusetzen mit einem Thema. Aber indem man das Spiel einfach reflektiert, die Grenzen reflektiert, kann man eben doch vielleicht was daraus gewinnen. Also auch ein Weltkriegsshooter kann ein spannender Gegenstand sein, um sich mit Erinnerungskultur auseinanderzusetzen, mit der NS-Geschichte auseinanderzusetzen, selbst wenn es eben manchmal über Defizite des Spiels funktioniert. Genau, weil die Datenbank steht zur Verfügung, finden Sie auf der Seite der Stiftung Digitale Spielekultur, wird jetzt auch bald erweitert. Wir haben aktuell so um die 70 Titel, das werden jetzt in den kommenden Monaten mehr und mehr werden, da freuen wir uns sehr drauf. Through the Darkest of Times ist schon drin, gibt auch ein kleines Video-Review dazu noch, falls Sie nicht so gern lesen. Genau. Und ansonsten ist die Stiftung, können Sie uns immer gern ansprechen, wenn es darum geht, irgendwie Infos zu bekommen zu Games, die sich mit Geschichte auseinandersetzen. Dankeschön. Ja, eine schöne Datenbank, auch wer mal wissen möchte, für welchen Bereich man vielleicht Call of Duty einsetzen kann und was, wo man das einbringen kann. Das ist vielleicht noch das Bekannteste, kann man diese Datenbank nutzen, aber auch andere tolle Titel wie Suzerain habt ihr besprochen und ähnliches. Ich nochmal einen Schwenk zu großen Spielen, wo wir Call of Duty haben. Es gibt ein ganz bekanntes Spiel, das auch sozusagen mal im Entfernten den Nationalsozialismus behandelt. Das ist nämlich Wolfenstein New Order. Da möchte ich zu Frau Leichter nämlich kommen. Wolfenstein New Order ist ein Spiel, das die Geschichte umschreibt. Können Sie uns das vielleicht kurz ein bisschen erklären und was Sie dazu forschen, beziehungsweise wie Sie das vielleicht in Verbindung bringen können mit diesem, wo da vielleicht die Vor- oder Nachteile sind? Also Geschichte umschreiben, können wir vielleicht noch diskutieren, ob das alle historischen Spiele vielleicht auch machen. Mhm. Wolfenstein The New Order macht es aber ganz bewusst. Also wir sprechen da von Alternate History. Das heißt, Sie können sich das so vorstellen, dass von einem gewissen Zeitpunkt an Geschichte wirklich umgeschrieben wird. Und zwar ganz bewusst so, dass die verbürgte Geschichte noch im Hintergrund ist. Also das ist da, glaube ich, ganz wichtig, dass es diese Kontrastfolie gibt, dass es also ein Kontext ist, wo man unterscheiden können sollte, dass es eine alternative Handlung ist. Und ja, Wolfenstein The New Order macht das ein bisschen überzogen. Also das Genre Alternate History ist auch in Literatur, auch in Spielen immer schon nah dran an Science Fiction und dem Fantastischen. Und da gibt es dann sowas wie Überbeton, der es den Nationalsozialisten ermöglicht, relativ schnell oder sehr schnell große technische Überlegenheit zu erlangen, zum Beispiel. Und es geht da auch um Widerstand tatsächlich, aber es geht um unseren muskelbepackten BJ Blazkowicz, der aus dem Koma aufwacht, natürlich null Muskelmasse verloren hat und sich dann unter anderem auch durch ein KZ schießt. Und da sind wir dann schon wieder an einem Punkt angelangt, wo es richtig unangenehm wird, finde ich. Genau, also so viel zu Alternate History in der Reihenform. Die Kritik daran könnte sein, dass gerade wenn das im Kontext des Zweiten Weltkriegs häufiger durchgespielt wird, sei es jetzt in Spielen oder in Literatur, dass es so etwas Normalisierendes hat. Dass das eben irgendwann nur noch ein Setting ist, dem man sich eben bedienen kann, weil, und das ist bei Alternate History auch wichtig, es wird ein Abschnitt der verbürgten Historie umgeschrieben, der den RezipientInnen bekannt sein muss, weil sonst geht ihr das Konzept nicht auf. Wenn ich nicht weiß, wie es wirklich verlaufen ist, dann kann ich auch nicht erkennen, dass es in Erzählung eben anders verläuft. Und deswegen ist der Zweite Weltkrieg ein beliebtes Setting, weil der in unserer Erinnerungskultur so gefestigt ist, aber auch eben die populärkulturellen Bilder festigen unser Bild vom Zweiten Weltkrieg. Und das dann den immer wieder neu zu erzählen, quasi mit einem siegreichen Dritten Reich, ist schon auch problematisch, würde ich sagen.
ja, ob Through the Darkest of Times Alternate History ist, könnte man diskutieren, vielleicht auf einer ganz kleinen Ebene. Also Spiele werben ja in jeder Form damit, dass das Treffen von eigenen Entscheidungen möglich ist. Also strukturell gesehen ist das Kontrafaktische dem Spiel so irgendwie auch eingeschrieben, weil ich kann ja Dinge machen, die so nicht passiert sind. Mhm. Dass ich an der großen Erzählung jetzt nichts verändern kann, ist bei Through the Darkest of Times, glaube ich, auch eine bewusste Entscheidung. Also von Jörg Friedrich weiß ich, dass es den Plan gab, einen zusätzlichen Modus zu schaffen, in dem auch das Kriegsende tatsächlich beeinflusst werden hätte können. Teil davon, warum das nicht realisiert worden ist, sind Kostengründe und Ressourcen. Ein anderer Teil ist, dass das schwierig ist, das so unkommentiert dastehen zu lassen. Also da bräuchte es sehr viel mehr Kommentar und Aufarbeitung, um zu verdeutlichen, dass es jetzt was Kontrafaktisches, nicht nur was Fiktives. Mhm. Aber wie gesagt, auf so einer kleinen Ebene betreibe ich ja Widerstand, der so nicht passiert ist. Natürlich ist da die Grenze von Fiktion und Kontrafaktik so ein bisschen fließend, aber es sind ja letztendlich meine Entscheidungen, die Geschichte verändern. Und wenn sie nur die kleine Geschichte von ein paar Leuten verändern, die sich eben nicht unterkriegen lassen, dann ist es trotzdem eine Veränderung, die mir als Spielerin dann wieder das Gedankenexperiment aufgibt, ja, wie ist es denn wirklich abgelaufen? Wie viele Veränderungen sind fast passiert? Wie viele Veränderungen sind uns inzwischen unbekannt? Also das ist ein Modus, der dem Spiel schon auch eingeschrieben ist. Ich glaube, es gibt ja so eine Art Leitplankensystem in diesem Spiel. Da haben wir ja auch das mit den Tageszeitungen und auch immer wieder so kleine Erlebnisse, die uns daran erinnern, wie es war. Ein Beispiel, das ich jetzt noch herausgreifen möchte, weil ich das sehr eindringlich fand, ist, das auch recht zu Beginn, ich glaube, da ist der Christian schon vorbeigehüpft, einmal dieses Geschäft, das boykottiert wird von einem Juden, wo davor sozusagen Jude oder so schon ans Geschäft geschrieben wurde und man davor steht. Und jetzt habe ich tatsächlich gehört, da ist eine Situation, wo man sich überlegen kann, gehe ich rein, kaufe ich ein, sage ich etwas oder gehe ich einfach weg? Und ich bin damals einfach weggegangen, als ich das gespielt habe, weil ich Angst hatte, dachte, oh mein Gott, die sperren mich ein. Und es scheint wohl so zu sein, man kann einfach in diesem Geschäft einkaufen gehen. Und das war wohl zu diesem Zeitpunkt damals auch schon so möglich, ja? Dass man sozusagen so ein Punkt, der uns dann einfach auch ein bisschen zeigt, okay, es ging alles sehr, sehr schnell, aber es gibt Dinge, die haben wir zugelassen. Ja, weil wir Angst hatten, von denen wir jetzt aus heutiger Sicht wissen wir, das war vielleicht gefährlich, aber das stimmt so gar nicht. Also, dass da so viele Dinge passiert sind, die sich dann erst zum Gesamtbild ergeben haben. Mit diesem Leitplankensystem, das das Spiel sozusagen benutzt, führt es uns durch die Geschichte. Wir kommen auch gleich schon bald leider zum Ende, deswegen springe ich mal von Alternate History ein bisschen auch zum dem Thema unserer Ausstellung, dem wir heute sind, nämlich dem Thema KI. Wir haben ja das Design auch schon angesprochen und Jörg Friedrich hat dazu gesagt, irgendwo Zitat, sie wollten es auch so aussehen lassen, wie Hitler es niemals erlaubt hätte. Also sprich entartete Kunst wollten sie damit auch sozusagen ja, darstellen, praktischerweise auch vielleicht kostengünstig für ein Zweierteam machbar. Das ist dann halt so, glückliche Fügung. Jetzt haben wir aber gesehen, KI kann sehr viel. Wir haben hier eine Ausstellung, wo das Thema Midjourney und DALL-E präsentiert wird, was man damit alles machen kann. Herr Hochreiter, von Ihnen weiß ich, dass Sie da einerseits sehr viele Chancen, vielleicht auch Gefahren sehen. Wo sehen Sie denn im Bereich der Spieleentwicklung Chancen, wenn es um das Thema KI und Algorithmen geht? Also erstmal ist ja immer die Frage, wo man KI definiert. Das ist also von daher, aber lassen wir das jetzt mal kurz außen vor und sagen, den aktuellen Stand definieren wir jetzt einfach mal als KI schon, sagen, das ist schon KI. Das, was wir jetzt mit den aktuellen Tools halt machen können, ist für meinen Begriff eine gigantische Chance, gerade wenn wir wenig Budgets haben, die Qualität nach oben zu bringen. Das ist einfach, weil viele Sachen, wo ich gerade so repetitive Schleifen habe, wo ich einfach sehr viel zahlen muss, weil ein Artist
50 Fassungen von etwas macht, bis er etwas Gutes hat. Diesen Prozess kann ich enorm beschleunigen damit. Also gerade in diesem Bereich Concept Art, erstmal irgendwelche Dummy-Texte schreiben, wie viel ich für ein Spiel erstmal so Dummy-mäßig produziere, damit es einfach mal da ist und dann gehe ich her und mache das schön. Gerade an dieser Stelle ist das eine gigantische Chance oder auch Voice-Over. Ich kann damit eben auch relativ hochwertige Voice-Over generieren, was halt für eine Lokalisierung wieder hilfreich sein kann. Da kann ich vielleicht mir überlegen, okay, ich mache für mehr Sprachen, für mehr Lokalisierungen gleich eine Sprachfassung mit. Das sind alles Dinge, die sehe ich da sehr positiv. Immer jetzt zum aktuellen Stand, sage ich immer noch in Kombination natürlich damit, dass ich ein erfahrenes Team habe, das das als Werkzeug einsetzt, das damit umgeht. Also wenn ich einen guten Grafiker da habe, für den ist das halt einfach eine sinnvolle Erweiterung, damit er da in dem Prozess schneller zu einem guten Ergebnis kommt. Dass da jetzt irgendwie so diese große Gefahr, die da immer so gesehen wird, dass die alle arbeitslos werden, so, das sehe ich da jetzt erstmal noch nicht. Weil es, wie gesagt, eigentlich erstmal ein Werkzeug ist, also bei all diesen Sachen ist ja immer so, sobald diese Werkzeuge da sind, wird das der neue Qualitätsstandard, dann muss das auch antizipiert werden und dann bist du quasi eigentlich schon verloren, wenn du das nicht machst, so muss man es ja auch sehen von der negativen Seite. Letzten Endes sehe ich es einfach im Moment als Chance, bei geringeren Budgets höheres Produktionsniveau zu erreichen. Mhm. Also das war jetzt bezogen auf Bild und auch auf Text und auch auf Sprache. Wir wissen ja, das sind jetzt alles Code Bereiche. Auch, also auch Programmierung. Ja. Und auch das Programmierung, ist, stimmt. Also das ist ein Riesenfeld, wobei man da sagen muss, da habe ich jetzt halt heute ja eh schon, da haben ja schon Game Engines, also gerade die Unity, eine Riesenrevolution losgetreten, weil ich einfach einen Asset Store habe, in dem ich mir einfach Code, Schnipsel und so weiter einfach zusammenkaufe. Das heißt, heute ist es ja so, dass ein kleines Team schon ganz viele Werkzeuge hat, die es eben davor nicht hatte, weil ich diese Sachen für wenig Geld bekomme. Und so ähnlich ist es da an der Stelle auch. Dann habe ich halt hier eben ein ChatGPT, das mir das fehlende Modul noch dazu bastelt. Mhm. Kann man, also das frage ich jetzt offen in die Runde, kann man aber Bedenken ein bisschen nachvollziehen? Also wenn ich jetzt sage, okay, die Tonaufnahmen waren zu teuer, oder das sagt das Studio, aber jetzt ist es ja durch Stimmmodulation ohne Probleme oder ohne größere Programmierkenntnisse möglich, Stimmen zu reproduzieren, von denen genug Tonaufnahmen vorhanden sind. Adolf Hitler. Wenn ich das jetzt ins Spiel einbaue, kann man da nicht dann doch Bedenken irgendwo auch nachvollziehen? Dass man sagt, wenn da jetzt plötzlich Hitler den Text spricht, den ich mir überlege, ist das eine Grenze? Ich finde, ich weiß jetzt nicht, fürs Game, aber fürs Museum wäre es schon eine Grenze, weil es eben keine authentische historische Quelle ist. Es gibt Tonaufnahmen, die werden auch natürlich eingesetzt, ich sage jetzt mal, bei Geschichtsmuseen, um bestimmte Dinge eben auch zu vermitteln, weil die Stimme natürlich als Kommunikationsmedium auch was ganz Intimes hat und was ganz sozusagen auch Ergreifendes für die Gäste, egal welche Stimme. Hier ist es aber auch so, dass viele Museen gar nicht diese Quellen haben, sondern die müssen sie eben auch erwerben bei Sendeanstalten diverser Art. Und deswegen, also ich finde, das ist dann wirklich Geschichtsverfälschung, das finde ich nicht gut. Also für uns, fürs Museum wäre das eine, sage ich jetzt mal, gute Grenze, das würden wir nicht überschreiten, möglicherweise, um zu provozieren und es aufzulösen, aber ich würde jetzt in keiner Ausstellung Adolf Hitler einen von mir gesprochenen Text, also es wird ja die Geschichte sowieso schon verfälscht. Das fand ich auch gut, was Sie gesagt haben, dass wir sozusagen erleben so viele Provokationen und Geschichtsverfälschungen auf politischer Ebene oder auch auf medialer Ebene in den Tageszeitungen, wo ich mir echt so denke, so hatten die keinen Geschichtsunterricht und machen das aber natürlich absichtlich, um ihre Propaganda, in Anführungszeichen Provokation, als normale New Normal in die breite Masse zu tragen. Aber ich würde das nicht machen. Man kann es machen und es ist auch genau das Problem für KünstlerInnen, sage ich jetzt mal, so viele Vorteile KI auch bietet,
gerade Solos, Selbstständige, Menschen, die übersetzen, die Grafikerinnen sind und ähnliches, da ist es natürlich so, dass wir dann auch aufgrund von Budget oder auch Zeitgründen sagen, ach nee, die englische Übersetzung machen wir schnell sozusagen mit KI oder im Internet und buchen eben keine Übersetzerin. Und das ist für diese Menschen, wird es dann tatsächlich schwierig, denke ich. Mhm. Qualitätsjournalismus, Game Design, auch Ausstellung kuratieren, also da ist noch sozusagen die KI auch nicht so weit. Ich glaube, da braucht man schon doch noch Menschen dazu. Inwieweit besteht dann... Ja? Ich wollte noch mal ganz kurz die Frage aus der Perspektive des Spieleentwicklers noch mal kurz beantworten. Wo wäre die Grenze, wenn ich jetzt Hitler quasi dort von der KI sprechen lassen würde? Das hängt davon ab, was auf meinem Spiel als Überschrift draufsteht. Es ist wirklich so abhängig davon, was es quasi, was für eine Art von Spiel ist es. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen historischen Anspruch, dann glaube ich, würde ich es nicht machen. Das ist aber eine sehr individuelle Antwort wahrscheinlich. Aber ich habe jetzt gerade das Gedankenexperiment gemacht und mir gedacht, wenn ich jetzt mir anschaue, Steven Spielberg in Indiana Jones, kommt ein Hitler daher, dem wir kein Problem hätten, wenn das eine KI sprechen würde, weil da sehen wir sofort, dass es ein komplett, der hat keinen Realitätsanspruch, dieser Hitler, der in Indiana Jones vorkommt. Derselbe jetzt, wenn wir sagen, wir würden uns vom selben Regisseur Schindlers Liste anschauen, dann hätten wir plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Mhm. Und ich glaube, so ist es hier auch. Also es hängt sehr viel davon ab, was wir für eine Überschrift drüber schreiben, was es für eine Art von Spiel sein soll. Mhm. Und ich meine, es war in den Leitfragen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, in welcher Dokumentation war, aber auf jeden Fall von den Zimmermännern geschrieben. Da war auf jeden Fall für mich ein wichtiger Satz, dass nämlich aus der Sicht eines Historikers eigentlich ein Spiel mehr über die Zeit aussagt, in der es gemacht wurde, als über das, was sie drin darstellt. Mhm. Mhm. Noch ein Punkt zur KI. Inwieweit... Noch mal ein anderes, sozusagen, damit wir langsam leider auch zum Ende kommen. Inwieweit besteht denn eine Gefahr oder besteht eine Gefahr, dass KI vielleicht Vorurteile oder Stereotypen, wenn wir das auch in Spiele einbinden, reproduziert? Sei es vielleicht auch in Textebene, das ist ja durchaus auch denkbar, ne, von ChatGPT sich da ein paar Dialogzeilen schreiben zu lassen oder mit Journey etc. Besteht da eine Gefahr? Ich würde sagen, ja, weil also die KI greift ja auf Daten zurück, die sozusagen von Menschen eingegebene digitalisierte Daten und genauso Stereotyp wie wir sozusagen in unserer Sprache und auch in unseren Biases und in unseren Stereotypen, die wir weiter fortschreiben, sind genauso Stereotyp ist eben auch die KI. Also das zeigt eben auch unsere jetzige Ausstellung, dass gerade bei bildgenerierenden Verfahren, dass es dann eben schon so ist, dass man sehr viel arbeiten muss und nacharbeiten muss, um bestimmte Stereotype oder Klischees zu umgehen. Können Sie da vielleicht ein Beispiel für alle, die ja jetzt gerade nicht Beispiel nennen? Genau, also es war zum Beispiel sehr, sehr schwierig für die Kuratorin der Ausstellung, Menschen, die nicht weißes, westliches Erscheinungsbild haben, zu kreieren. Also das musste man eben nach oder auch Schönheitsideale, also der Durchschnittsmensch, der normale Mensch, den abzubilden war, also als wir die Ausstellung im Sommer gemacht haben, es ist ja auch einiges geschehen, auch in der Entwicklung seither, das geht ja rasend schnell, war eben auch schwierig, normal aussehende Menschen zu generieren. Also gerade, wir sind ja sehr viele auch Porträts von Menschen oder Abbildungen von KI-generierten Menschen, die irgendwas tun. Und da war es eben schwierig, ganz normal aussehende Menschen zu kreieren. Also wenn man schöne Menschen eingibt, ist es ein sehr stereotypes, sehr schlankes, sehr junges Ergebnis, was man dann sowohl bei weiblich als auch männlich hat. Ich habe mir natürlich nicht nehmen lassen, heute im Rahmen auch dieses Panels ChatGPT eine Frage zu stellen, nämlich welche Frage könnte ich meinen Teilnehmern stellen? Und die müssen Sie jetzt nicht beantworten, aber ich fand die sehr schön. Es gab einige, die sich wiederholt haben, aber die fand ich sehr schön. An Betracht der Zeit können wir da leider nicht drauf eingehen, aber ChatGPT würde gerne von Ihnen wissen, welche Rolle spielen Ethik und Verantwortlichkeit bei der Nutzung von Spielalgorithmen
um historische Ereignisse darzustellen und alternative Geschichten zu erzählen. Also auch darum sorgt sich ChatGPT. Ich glaube, wir springen zum Epilog. Oder schaffen wir den gar nicht mehr? Ein bisschen? Wir sind jetzt gerade noch bei einer gefährlichen Situation, da wir gleich neu laden. Versuche ich nochmal die Wände mit Parolen zu beschmieren und es hat geklappt. Super. Genau. So. Genau, dann springen wir jetzt eher ans Ende des Spiels. Man hat ja jetzt schon in der Zwischenzeit immer mal wieder vielleicht gesehen, beim Blick auf die Karte, dass die sich auch verändert, also dass bestimmte Bereiche rot werden, also gefährlicher sind, dass Soldaten, Polizei patrouilliert. Jetzt sind wir quasi am Ende des Krieges, Hitler ist tot, ist jetzt wirklich die letzte Woche des Spiels. Wir sehen auch, dass unser Unterschlupf sich stark verändert hat, manche WiderstandskämpferInnen jetzt auch verletzt sind. Genau, und können quasi versuchen, eine letzte Aktion noch zu starten. Probieren wir doch, auch wenn es sehr schwer wird, ZwangsarbeiterInnen zu befreien. Und danach endet das Spiel auch direkt. Wir nehmen uns eine Militäruniform mit, die steigert nochmal als Tarnung die Chancen. Das wird sehr gefährlich. Genau. Und wie man jetzt vielleicht auch schon sieht, das Spiel ist eben keine Alternate History in dem Sinne, dass die Ereignisse sich jetzt nicht groß verändert haben. Der Krieg fand statt, wir haben es einfach nur bis zum Ende geschafft, die Gruppe zusammengehalten, versucht möglichst viel umzusetzen, aber man kann eben letztlich an diesen Leitplanken nichts ändern. Wir verstecken uns kurz. Ich fürchte, meine Stimme geht jetzt weg. Du wirst es also nochmal übernehmen. Okay, klick einfach erstmal weiter, weil ich kann es von hier aus leider gar nicht lesen. Es ist für mich ein bisschen weiter weg. Ich glaube, beim Epilog gibt es ja nochmal Sound, den können wir dann nochmal sozusagen hören. Soll ich auch klicken? Das kriege ich noch hin. Das kriegst du noch hin. Genau. Wir laufen die Treppe hoch. Man hört Schüsse, Mörder schreit jemand, noch mehr Schüsse, Stille. Dann Schritte die Treppe hinunter, das Gebäude verlassen. Zurück. Die Männer laufen aus dem Gebäude, springen zurück in ihren Lastwagen und fahren davon. Ich gehe zurück und finde im Obergeschoss eine offene Wohnungstür. Ein Mann liegt auf dem Boden in einer Blutlache. Ich fühle seinen Puls. Er ist tot. Da liegt eine Frau, sie ist ebenfalls tot. Ein kleiner Junge, vielleicht 10 Jahre alt, kauert weinend in einer Ecke. Was ist passiert? Heute Morgen, mein Opa hat einige unserer Soldaten auf der Straße gesehen. Er hat sie gefragt, wie es in der Stadt aussieht. Und sie haben ihm gesagt, dass wir verloren haben und dass die Russen kommen. Sie haben ihm gesagt, eine weiße Fahne. Der Junge schluchzt erbärmlich. Wir sollen eine weiße Fahne aufhängen, damit sie nicht schießen. Und genau das hat er getan. Ja, das hat er getan, aber da waren auf einmal diese anderen Soldaten und sie waren so wütend. Einer hat Opa angeschrien, er hat Opa einen Feigling genannt, aber Opa ist kein Feigling. Der schreckliche Mann hat gesagt, die Fahne soll weg. Was hat er dann getan? Opa war wütend, er hat geschrien, dass er im letzten Krieg schon gekämpft hat. Er hat den Mann einen Feigling genannt, der Kinder und alte Menschen zwingt, Krieg zu führen. Der kleine Junge kann fast nicht mehr. Dann hat der Offizier auf Opa geschossen und jetzt ist er tot. Ach du Armer. Die Stimme des Jungen wird noch verzweifelter. Gehen wir noch mal weiter. Du bist ein tapferer Junge. Wir springen mal ein bisschen. Bist ein bisschen leider zeitlich. Such dir was aus. Wir haben den Krieg verloren. Der Junge nickt. Ich glaube auch. Sie hängen die weiße Fahne wieder auf. Hm?
Wir befestigen die Fahne am Balkongeländer. Dann erst sehe ich die anrollenden russischen Panzer, einer nach dem anderen. Dutzende von ihnen. Auf den Panzern sitzen Soldaten. Sie sehen mich und den Jungen auf dem Balkon. Sie winken. Ich drücke den Jungen fest an mich. Es ist vorbei. So langsam geht die Stimme wieder. Sie hat gut durchgehalten, aber jetzt zum Ende, zum Glück. Genau, wir erfahren jetzt noch so ein bisschen darüber, wie unsere Widerstandsgruppe, wir haben jetzt eben eine andere zusammengewürfelte, eben jetzt sich wieder trifft nach einem Jahr und eben auch nochmal darüber reflektiert, wie es jetzt weitergeht, was dieser Widerstand bedeutet hat, ob sie überhaupt etwas erreicht haben beim Essen. Genau, und ja, eben auch hier die Frage, war das genug, hätten sie noch mehr tun können? Wahrscheinlich schon. Wie gesagt, das Spiel lebt eben auch so ein bisschen davon, dass eigentlich immer Mangel herrscht, dass man nie alles durchführen kann, was man gern machen würde. Genau, natürlich auch ein Spiel, was dann eben auch so ein bisschen den Appell an die Zukunft richtet. Ich versuche jetzt hier mal optimistisch zu antworten. Ich hoffe, wir haben etwas gelernt daraus. Genau. Genau, und gleich sehen wir auch noch so ein bisschen eine Zusammenfassung davon, was wir eben konkret geschafft haben. Da wird das Spiel dann eben auch wieder ein bisschen mehr Spiel mit einer Statistik. Unser Kampf war nicht verloren. Genau, jetzt könnten wir den Ton auch noch mal ein bisschen aufdrehen. Auch wenn das Schlimmste nun vorüber schien, so war die mörderische Idee, die die Welt in den Abgrund gestürzt hatte, immer noch da. Und auch die Mörder waren noch da. Die Anführer und ihre willigen Henker, die nun in den Hintergrund traten, nur um auf die nächste Gelegenheit zu warten, die Welt ins Dunkel zu führen. Nein, unser Kampf war nicht vorbei. Die dunkelste aller Zeiten mochte vorerst vorüber sein, aber unser Kampf war es nicht. In den Strahlen der Nachmittagssonne schworen wir uns, weiter zu kämpfen, bis auch der letzte dieser Verbrecher vor Gericht gestellt wurde. Wir werden nicht aufhören zu kämpfen, bevor nicht das letzte Zeichen des Narzissmus vom Erdboden verschwunden ist. Unser Ziel ist, eine neue Welt des Friedens und der Freiheit aufzubauen. Das schulden wir unseren ermordeten Mitstreitern. Wir schwören. Ja, zum Abschluss habe ich noch eine Frage an alle Teilnehmer hier. Und sollen wir das noch laufen lassen? Oder? Ja. Aber und die dann Frage, darf ich einfach noch? Frage stellen. Das ist jetzt nur noch mal quasi so ein bisschen die okay. Statistik. Gut. Und so. An alle Teilnehmer, ich möchte gerne mit Frau Leichter beginnen. Und im Grunde ganz einfach. Also hier haben wir keine alternative Geschichte. Der Widerstand hat in Teilen gefruchtet, vielleicht auch nicht. Kann man diskutieren. Wie sehe denn jetzt aus Ihrer jeweiligen Perspektive, vielleicht aus der museumspädagogischen Perspektive, aus der Spieleentwicklerperspektive und hier vielleicht eher Literatur, Wissenschaft, wie sehe denn ein gelungenes Ende für ein Spiel über den Widerstand im Nationalsozialismus aus, Ihrer Meinung nach? Ich glaube es so. Also den Erfolg nicht klein machen, den man hatte, aber zugleich deutlich machen, dass es nicht vorbei ist und es vielleicht auch lange Zeit nicht sein wird. Und was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass das Spiel jetzt schon die Perspektive aufmacht, ich weiß nicht, ob das gewollt war, auf den Nachfolger, The Darkest Files, wo es eben um die Nürnberger Prozesse, glaube ich, auch geht und darum, dass es eben nicht vorbei ist. Und ich glaube, so endet es gut. Das Spiel selber ist schon ein Prozess, vom Format her und von der Erzählung her und verdeutlicht aber, dass dieser Prozess auch überschwappt oder überschwappen sollte über das Spiel hinaus in unser Leben. Nicht nur ins nächste Spiel, sondern auch in unsere Handlungen vielleicht. Danke. Als Spieleentwicklerperspektive würde ich sagen, natürlich sollte das Ende so sein, dass es mich dazu animiert, Zusätze zu kaufen oder Erweiterungen des Spiels oder weitere Spiele, weil das wäre natürlich das, was ich da will, weil am Ende des Tages geht es ja doch auch um Geld. Aber
Inhaltlich würde ich mir natürlich jetzt halt einfach mit meiner Blicke, mit dem Blick als Dokumentarfilmer, der ich ursprünglich mal war, vielleicht sagen, dass die Leute den Impuls haben, rauszugehen und zu sagen, hey, das, was ich jetzt hier im Spiel erlebt habe, das hat für mein Leben so einen Impact, dass ich im jetzigen Leben irgendwie vielleicht was ändern muss und mir überlegen muss, wie kann ich jetzt zum Beispiel in der aktuellen Klimakrise aktiv werden, wie kann ich irgendwie diesen Gedanken, der da drin war, weiter in mein Leben integrieren. Danke. Ja, also ich glaube, dieses aktivierende Moment, dass man sagt, okay, was habe ich, dann kann ich mir rausziehen, das ist ja dann ähnlich wie beim Ausstellungsbesuch, was kann ich mir rausziehen, was kann ich mir mitnehmen und was kann ich in dem Fall sozusagen tatsächlich umsetzen, also wo ist Widerstand, der jetzt möglicherweise eben nicht im Untergrund stattfinden muss, sondern eben auch sozusagen bei Tageslicht, wo ist Widerstand möglich und dass man eben nochmal drüber nachdenkt, also das würden wir uns freuen, wenn es alle unsere Gäste, die uns besuchen, auch tun würden, genau, ja. Ja, du wolltest doch, ich habe Zeichen gesehen. Nee, eigentlich nicht. Nein, aber. Okay. Ja. Wenn wir noch, wenn ich noch darf. Genau, wir haben eine Frage aus dem Chat, die können wir gerne beantworten. Ich habe hier das Mikrofon, einmal nach vorne kommen könntest. Ich habe gehört, es sei dann schon an. Also das sind zwei Fragen. Einmal, ja, welche interessante historische Komponente glaubt das Panel, kann dieses Spiel zum Beispiel Schülern vermitteln? Also nochmal nach einer Schulanwendung die Frage. Und weiterhin findet das Panel, dass das Spiel aus der Perspektive Taktikspiel als Alleinstellungsmerkmal am Markt bestehen könnte. Ich glaube, die Marktperspektive, die können wir gleich an Herrn Hochreiter weitergeben. Ich glaube nicht. Ich glaube, das Spiel ist so, wie es jetzt ist, in der Kombination hat seine Nische und funktioniert. Und man muss auch sagen, es war ja allein schon unglaublich wichtig, weil es wirklich auch hier uns viele Türen aufgemacht hat. Also ich selbst habe versucht, in dem Spiel mal Hakenkreuze darzustellen und bin schier dran gescheitert. Das war wahnsinnig schwierig. Dieses Spiel hat es jetzt geschafft, 10 Jahre später. Also da ist unglaublich viel passiert, was dann natürlich so indirekte Markteffekte mitbringt. Aber ich glaube nicht, wenn es jetzt nicht diesen Kontext hätte, glaube ich, würde es nicht bestehen finanziell. So. Und zum Schuleinsatz, es ist halt immer so, bei der Schule ist es eine relativ einfache Formel. In dem Moment, wo ein Spiel besser ist als ein Schulbuch, kannst du es einsetzen. Und das ist relativ simpel. Ja, so. Das würde ich auch unterstreichen. Das kann als Ergänzung wunderbar dienen, aber wie Frau Leichter auch schon gesagt hat, wenn man die echte den echten Verlauf der Geschichte noch nicht im Unterricht kennengelernt hat, also sollte man sozusagen sich vielleicht erstmal damit befassen und dann das Spiel als Ergänzung sehen. Und klar kann man mit diesem ludischen oder diesem spielerischen Zugang auch in dieser Kommunikation in der Gruppe und Zusammenarbeit, da kann man auch noch ganz andere Themen sozusagen den Schülerinnen beibringen, deswegen als Ergänzung ja, aber nicht nur eben. Ich würde es vielleicht auch umgekehrt spannend finden, das Spiel zu verwenden als einen ersten Impuls, der neugierig macht auf das, was wirklich passiert ist oder das, was uns überliefert ist. Und zu schauen, vielleicht interessiert es die SchülerInnen dann auch mehr, wenn sie nicht bereits erlerntes Wissen nachspielen, sondern das, was sie gespielt haben, dann auch tiefer lernen können. Als studierte Pädagogin äußere ich mich tatsächlich auch dazu. Und auch solche Aspekte, wie das Erich Kästner in dem Spiel einmal vorkommt, beim Thema Bücherverbrennung, dass man so historische Figuren mit einbezieht. Das sind alles Dinge, über die man sprechen kann, aber dieses Erleben einer Widerstandsgruppe, und dass es nicht nur wie in Star Wars Gut und Böse so einfach zu identifizieren gibt, sondern dass ich auch im Kleinen etwas tun kann, aber manchmal nicht weiß, was besser ist, aber ich irgendwie etwas tun kann und sei es einfach nur die Füße stillhalten, damit die Gruppe nicht geschädigt ist. Ich glaube, das sind so Dinge, die kann dieses Spiel so gut vermitteln wie wenig. Also mich hat das in der Hinsicht sehr, sehr beeindruckt. Und noch ein persönliches Wort zum Abschluss. Gab es noch eine Frage? Oder?
aus dem Publikum. Dann, ich würde Sie bitten, einmal kurz herzukommen. Oder das Mikrofon. Perfekt. Dankeschön. Dankeschön, Rebecca Weiß vom Memorium Nürnberger Prozesse. Ich war ganz gespannt, was hier heute Abend erzählt wurde. Und ich habe mir vor allen Dingen eine Frage gestellt. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, über dieses Verhältnis von Fiktion und realem historischen Setting. Ich fand diese Diskussion um Alternate History total spannend. Hier haben wir jetzt ein Spiel, das sozusagen fiktive Charaktere in ein reales historisches Setting, in eine reale Welt wirft. Es gibt aber auch, ich kenne ein Spiel aus dem DHM in Berlin, das hat ein real historisches Setting, da geht es um den Mauerfall, wiederum mit realen Personen, was, finde ich, auch nochmal einen ganz anderen Drive gibt. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, einfach alles fiktiv zu machen, also sowohl das Setting als auch die Charaktere. Und da war jetzt meine Frage, wie würden Sie denn diese verschiedenen Möglichkeiten einschätzen? Gibt es den berühmten Sweet Spot, wie Sie das vorhin gesagt haben, oder gibt es den vielleicht nicht? Wie würden Sie denn die Vor- und Nachteile abwägen? Also, ich kann ja mal was mit der Entwicklerperspektive versuchen zu antworten. Auch da wieder hängt es, glaube ich, davon ab, zum einen bringt es was für die Vermarktung, wenn ich sagen kann, es ist 100% basierend auf realen Charakteren, realen und so weiter. Das ist das eine, was man abwägen muss. Also es ist einfach dadurch leichter, das Geld wieder reinzuspielen, kriege ich deswegen vielleicht mehr Budget. Das wäre die eine Frage. Und das andere ist, also wir arbeiten zum Beispiel häufig mit realen Personen, weil es einfacher zum Recherchieren ist. Und das ist eine andere Komponente. Dann kann es auch wieder ein Punkt sein, dass ich sage, ich bin da halt, tue mich da an der Stelle leichter. Von der spielerischen Perspektive ist es halt alles schwierig, weil in all diese Sachen mir noch mehr Freiheiten letzten Endes in der Handlung nehmen. Also eben, ich tue mich immer schwerer, der spielenden Person Handlungsfreiheiten zu geben, je mehr ich da quasi sozusagen das einenge. Und dann kann man natürlich über verschiedene Erzählperspektiven nachdenken. Dann ist es natürlich die Sache, ich meine, wir sind jetzt hier ja so eine Erzählperspektive, wo wir in der Widerstandsbewegung sind, aber auch da kann man ja sofort drüber nachdenken, wir sind eine Person. Könnte man nicht über Erzählperspektiven nachdenken, wo man das Ganze als Multiplayer macht oder aus einer anderen Perspektive, dass man das Ganze aufmischt, dann wird das natürlich nochmal eine ganz andere Komponente. Und dann kann ich vielleicht auch viel mehr mit historischen Figuren arbeiten, wenn ich mit diesen Perspektiven spiele. Was dann wieder das Ganze erheblich teurer machen würde. Also aus Produzentensicht ist es tatsächlich, ich glaube, dass es die hier gemacht haben, war schon unter mehreren Aspekten so ein Sweet Spot. Und die haben ja auch, auch mit Zeitzeuge-Interviews und so weiter gearbeitet. Da geht man dann halt her und nimmt aus dem Ganzen und entwickelt daraus dann fiktive Personen, weil es am Ende des Tages dann einfacher ist und die Freiheiten noch lässt. Ich glaube auch, dass es ganz unterschiedlich ist, welchen Anspruch ich dann auch in der Erzählung habe. Will ich was Pädagogisches, dann würde ich vielleicht eher realhistorische Personen verwenden. Gleichzeitig glaube ich aber, dass wir ein Verständnis von Fiktion haben, dass es vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber dass, wenn uns jetzt Napoleon in einem Spiel begegnet, wir wissen, okay, ich kenne die Figur, aber ich weiß genau, in diesem Setting ist es eine fiktive Figur, es ist Fiktion trotzdem. Und ich glaube, da die Grenze so ein bisschen sich zu verdeutlichen, welchen Anspruch habe ich an Fiktion, die meisten Spiele immer noch sind, und welchen Anspruch habe ich an Geschichte, wie sie in der Geschichtswissenschaft oder in faktenbasierten Medien aufgeschlüsselt wird, und dass die doch irgendwie unterschiedlich sind. Und gerade bei Spielen ist auch die Frage, bin ich eher interessiert dran, Prozesse zu zeigen, so wie es da jetzt zum Beispiel der Fall ist, dann ist es vielleicht ganz egal, ob es diese Personen wirklich gibt oder nicht, weil es mir mehr um das Setting geht und darum, historische Prozesse nachempfinden zu können. Oder will ich irgendwie sowas wie Ergebnisse zeigen oder alternative, nicht im Sinne von kontrafaktische, aber Perspektiven geben auf historische Verläufe, wie sie geschehen sind. Ich glaube, dass es davon auch abhängt, wie man das Setting und die Perspektive und die Figuren jeweils wählt. Also das ist ja auch was, das wir aus historischer Fiktion unabhängig von Medien, glaube ich, kennen. Ja, ich glaube,
abschließend, man kann ja sagen, Geschichte wirkt immer nur rückblickend, zwangsläufig. Ja? Also es wirkt wie eine Kausalkette, wie Dinge, die sich aneinander reihen, die so hätten kommen, die so kommen mussten. Wenn wir aber in die Zukunft gucken, dann wissen wir, da sind viele Zufälle, da sind viele Unwägbarkeiten, da wissen wir noch nicht, wie die Geschichte mal aussehen wird. Ich glaube, da ist das Spiel auch ein ganz wichtiger, ja, ein ganz wichtiger Beitrag dazu, uns das bewusst zu machen, dass wir eben auch einwirken können auf das, was kommt. Und jetzt schon leider zum Ende dieses Panels. Ich bedanke mich recht herzlich von meiner Seite aus bei allen Teilnehmern, bei Christian für sein strammes Spielen und trotz der Hindernisse. Ganz vielen herzlichen Dank auch hier an das Publikum, das zu so später Stunde gekommen ist, auch an den Stream nach Hause. YouTube, Twitch sind wir heute zu sehen, habe ich gehört. Ich hoffe, da gab es auch ein paar ZuschauerInnen. Und ja, von meiner Seite aus ganz, ganz vielen herzlichen Dank für die Beiträge, auch an die Initiatoren, an das Museum natürlich als Gastgeber und an die Stiftung. Und ja, bedanke mich. Vielen Dank. Danke. Schönen Abend.